Wir haben ein Jenga, ein Wackelturm. Das ist kein Jenga. Ist ein Nein, Wackelturm. wir sagen, es ist ein Wackelturm. Und wir haben ein Lagerfeuer und wir haben einen See. Und wenn die Saskia heute stirbt, springt sie in den See. Was? Nein! Wenn ich sterbe, landet er im See. Wir haben uns, also wer auch immer da gerade was im Chat sagt, durch die Situation, die wir hier haben, kann ich überhaupt nicht auf den Chat reagieren, weil der Chat ist irgendwo da hinten, hinter der Kamera. Was bitte? Ich bin Chad. Genau, die Tora dort hier sitzt dahinter und betreut euch. Ist heute betreutes Gucken. Ja. Ihr seht heute ein paar andere Leute, die ihr noch nie gesehen habt. Und das hat einen Grund, weil wir hier live vor Ort spielen und wir leider nicht das Budget hatten. Also wir haben ja überlegt, Brad Pitt einfliegen zu lassen. Aber leider seid nur ihr es geworden. Der konnte nicht. Also er wäre gern gekommen, aber er konnte nicht. Ja, das war schwierig. Dann haben wir andere Schauspieler, die konnten alle nicht. Also es Ja, ging halt irgendwie ja. nicht. Also, Haben wir die C-Ware jetzt? Nee, es ist B-Ware, weil wir auch ein B-Movie heute Abend Mit spielen. Z-Promis. Haben wir Lokalprominenz aus Camberg und Umgebung. Sprich Lurch-Freunde. Also ich stelle mal die Leute hier nacheinander Reihenfolge nach vor, dass der Lurch An seinem Biotop. oder auch der Lurch in seinem natürlichen Lebensraum. Der Lurch wird heute eine ehemalige Cheerleaderin spielen mit dem Namen Vajona. Ja, Richtig? Winona Danke. Goggins. Winona ist 30 Jahre alt, war mal Cheerleader Nummer 1. Prom Queen natürlich, aber dann ist das Leben passiert. Und Aber ich bin mit Jay zusammen. ja, und deswegen ist dieses Leben auch passiert, denn sie ist zusammen mit Jay oder auch hier heute Abend im echten Leben Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hi. Daniel spielt Jackson Leary, einen ehemaligen Quarterback, der eine steile Karriere vor sich hatte und dann gab es diesen Trainingsunfall. Ja, dann ging es so steil, wie es hochging, ging es dann auch wieder runter. Knie sind leider im Eimer. Spürst du heute noch, weil schlechtem Wetter ist und Kentucky hat gern schlechtes Wetter. Ja. Deswegen ist er jetzt an der Highschool und ist da Sportlehrer und Footballlehrer. Also in Lexington ist er eine große Nummer. Also sagen wir, an dieser Highschool in Lexington ist Bei er eine große Nummer. Zwölf bis Der Coach, 13-Jährigen. Bei den das ist 12- bis gut. 15-Jährigen, genau, da ist er super aufgehoben. Ist er der Coach. Ansonsten ist Jackson eher Bossy. Und er ist seit 10 Jahren verlobt mit Wyona, seiner ehemaligen ersten Cheerleaderin. Also ehemaliger Quarterback, ehemalige Cheerleaderin, seit 10 Jahren verlobt. Ja, Das also so dauerverlobt. Ja. Ist ein Darüber reden wir schwieriges nicht. Thema zwischen Nee, den ist doch beiden. eigentlich ein ganz stabiler Zustand. Ja, auch das ist stabil. Ja. Stabil wie dieser Wackelturm. Genau. Das hält. Dann haben wir noch Maggie oder auch Max, wie sie genannt wird, oder die liebe Cuddy. Cuddy spielt sonst mit uns, ist in der Brettspielrunde bei uns drin, auch mit Daniel und Ach so, Saskia. normal gehören ja auch die zwei zusammen. Normal gehören die zwei zusammen, heute nicht. Max ist Krankenschwester am Good Samaritan Hospital in Lexington. Und nicht nur das. In ihrer Freizeit ist sie Boulderin, also sie klettert unglaublich gerne und segelt. Dafür musst du immer wegfahren. Das Problem ist, in der Nähe von Lexington gibt es halt keinen See. Aber du bist trotzdem gerne Seglerin. Ab und zu geht's dann mal in Urlaub und dann kannst du segeln gehen. Da die Ärzte haben ja Yachten manchmal.
Ah, ist das so eine, wo man als sie gelernt hat, gesagt hat, entweder hast du bis 26 deinen Doktor oder du musst ihn selber machen? Wie auch immer, bei dir hat beides nicht geklappt, denn einen Doktor hast du nicht, verheiratet ist Max auch noch nicht. Aber sagen wir, Winona bekommt es ja nicht mit gerade. Du hattest vor Jahren mal was mit Jackson. Und vor 3 Wochen hattet ihr diesen Ausrutscher, diesen One-Night-Stand. Aber seitdem nie wieder drüber gesprochen. Es ist so, man spricht halt nicht drüber. Ist passiert. Ist okay. Das wird auch überbewertet. Ja. Ne? Dann haben wir noch Bob Kowalski. Bob Kowalski. Oder auch Marco im wirklichen Leben. Bob Kowalski. Bob ist Ingenieur. Er schraubt unglaublich gerne in seiner Freizeit an Autos rum. Und kennt sich daneben auch, gibt es ein technisches Problem, weil du da gerade guckst? Welches denn? Ja. Sind nur noch unsere Füße drauf. Ja, sieht man unsere Köpfe nicht. Was fummelst du denn? Es war eigentlich doch gut eingestellt. Okay, sagte der Chat oder entscheidest du gerade? So ist besser, alles klar. Okay, so ist besser. Ich bin mir sicher, es wird für euch ein viel höheres Guckvergnügen jetzt. Wir können ja so irgendwann so langsam. Bob Kowalski ist, wie gesagt, Ingenieur, schraubt in seiner Freizeit gerne an Automobilen rum. Und das ist nicht sein einziges Hobby. Er baut nebenbei auch noch das Gras für die ganze Gruppe an. Bei sich im Keller, schön mit Lampen und so. Irgendwie muss man sich ja beliebt machen. Ja, denn Bob Kowalski war in der Highschool, wo die alle sich kennengelernt haben damals, der Vollnerd und eigentlich nicht der beliebteste im Jahrgang. Hätte er nicht von Anfang an das beste Weed angebaut. Und so wurde er Teil dieser Clique. Nicht mehr wegzudenken. Ja. Ja. Und nicht nur wegen dem. Na, natürlich. Ja. Verstehe schon. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die liebe Winona. Ihr seid alle meine besten Freunde. Ich liebe dich. Die liebe Winona ist es jetzt langsam leid übrigens, dass aus der Verlobung keine Ehe wird. Und dieses Wochenende sind die 4 gemeinsam unterwegs, denn ihre guten Freunde Sandy, Jane und Steven wollen heiraten. Und sie haben sich, also Sandy Jane, also nicht Sandy Sue, das ist die andere aus der Highschool, die mochte keiner, aber Sandy Jane ist in Ordnung. Die wollte an einem Ort heiraten und den hat sie sich ausgesucht, nämlich Sandy Hooks. Und in der Nähe von Sandy Hooks ist noch ein kleines Dorf mit einer wunderschönen Kirche, Baptistenkirche, Little Sandy. Heißt nicht die Kirche, sondern der kleine Ort in der Nähe von Sandy Hooks, in der Nähe von Lexington. Und ihr seid unterwegs zu eben jener Hochzeit. Sitzt zu viert in eurem Auto. Max fährt. Also es ist Max Auto. Fährt so ein Kombi. Nee, es klappert überall. Es klappert überall, alles klar. Eines dieser Autos, das mit ein bisschen Gaffertape und viel gutem Willen zusammengehalten wird. Ja, Bob, schraub doch da immer dran. Der Motor ist in Ordnung. Also. Der Motor ist top. Ja, ja, klar. Hast du selber drüber geguckt. Bob sagt, fährt noch, also alles gut. Alles klar. Ihr seid vom Highway abgefahren und fahrt jetzt schon seit Stunden über die Landstraße, leicht angenervt, weil Sandy Jane sich offensichtlich den Ort ausgesucht hat, der weiter in der Pampas ist, als alles andere, was ihr kennt. Und der einzige Sender, den es hier noch gibt für euer Radio, spielt schlechte Kentucky-Country-Musik. Das Kassettendeck hat die letzte Kassette mit gutem Mixtape gefressen. Oh, also es ist noch ein Auto mit Kassettendeck. Natürlich.
Okay, alles klar. Nix MP3 oder sonst was. Gutes, altes Auto. Ja, so sitzt ihr da zusammen. Ja, alter Rabbit. Und fahrt und es wird langsam spät. Mhm. Ihr habt das Gefühl, ihr kommt nie an. Und irgendwie... Die Hochzeit ist noch heute, oder? Naja, heute Abend ist der erste Empfang und die Sitzprobe. Das war ganz wichtig. Ne? Du weißt doch, Sandy lässt doch nicht so auf dich zukommen. Die Sitzprobe, herrlich. Seid ihr auch sicher, dass wir noch der richtigen... Ja gut, die Straße. Es gibt nur die eine Straße. Was muss man am Sitzen üben? Wie lange dauert das noch? Oh, wann sind wir denn endlich da? Ich hoffe, du hast genug mitgebracht. Ich glaube, das wird anstrengend. Können ein Päuschen machen, also so ist nicht. Oder darf man bei dir im Auto rauchen? Ja, bitte. Macht nur die Fenster hinten ein bisschen runter, damit es nicht so doll riecht. Leute, jetzt doch echt nicht. Kommt. Keine Lunte rumreichen. Jetzt schon. Macht alles angenehmer. Ja, komm, ey. Hochzeiten sind so langweilig. Ehrlich. Boah. Aber Jay, das kannst du doch so nicht sagen. Oh doch, natürlich. Komm, wir sind stundenlang unterwegs hier. Es geht nicht voran. Ja, ja, das liegt daran, dass Sandy wieder in Sandy heiraten musste. Kannst du mal gucken, was da aber... Ja. Ja, klar kann ich gucken. Also ich versuche da mal so an ein paar Rädchen zu drehen. Du drehst da mal. Nichts. Ja, Ingenieurswesen also macht auch keinen Sinn. Das, also du kannst kein neues Radio bauen und während der Fahrt rausgehen und die Antenne richten. Scheiße. Aber ihr seid halt auch echt am Eimer der Welt. Vielleicht gibt es irgendwie einen lustigen Prediger oder sowas. Also das Einzige, was du reinkriegst, ist KCFC96, die Stimme Kentuckys. Gibt es da Hähnchen? Also jetzt gerade bei euch im Auto nicht? Nee. Ihr habt doch schon ewig keinen Ort zum Tanken mehr oder sonst was gesehen. Oh mein Gott. Hast du vorher getankt? Hm. Naja. Noch voll, ja. Also nicht viel passt halt auch nicht rein. Funktioniert die Anzeige überhaupt noch bei der Karre? Bling, 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 bling. Ja, du stupst da drauf und tatsächlich macht es dann so von drei Viertel voll, geht das so auf Viertel voll runter. Oh shit. Ups. Das sieht nicht gut aus. Da habe ich schon erzählt, dass ich Hochzeiten hasse. Schwimmer geklemmt. Naja. Ja, aber. Jay, das haben jetzt alle mitbekommen. Aber jetzt lass dich doch mal drauf ein. Nein. Das steht schön, wir werden alte Freunde. Ich habe gerade an Chicken gedacht. Und das gibt's auch nicht. Und wir stecken jetzt hier fest. Nee, es gibt kein Chicken auf der Hochzeit. Vielleicht gibt's doch Chicken auf der Hochzeit. Ich habe jetzt Lust drauf. Mann. Habt ihr nicht angekreuzt? Da gibt's doch immer diese wunderbare Karte: Fisch, Rind, Hühnchen. Toll, das macht's nicht besser. Jetzt habe ich so einen Hunger. Warum sagst du das? Ja. Jetzt kein Probeessen. Doch, bei der Sitzprobe heute Abend gibt es auch was zu essen. Ach so, das habe ich falsch verstanden. Ich dachte so, ja, sitzen halt alle. Nee, das ist halt, eigentlich wird fast die komplette Hochzeit schon mal gemacht. Ja. Nur halt ohne Hochzeit. Ja, aber sonst alles mit Essen. Hm. Wer wann wo sitzt, das wird alles heute Abend geprobt. Ja, was sagt denn das Navi? Wie weit ist es denn noch? Du hast leider gerade keinen GPS-Empfang. Ach, Karte? Eine Karte dabei? Du hast eine Karte im Handschuhfach, ja. Ich gib mal her. Oder guck du mal, Bob. Bob, guck mal. Ja, du blätterst diese Karte aus. Wo sind wir gerade durchgefahren? Vor längerer Zeit durch Smithtown. Smithtown, kann ich das finden irgendwie? Ja, du suchst eine Zeit lang und findest es dann irgendwann. Aber du findest drei Smithtown auf der Karte. Wie drei? Boah. Es gibt mehrere davon. Ich habe aber echt nicht aufgepasst. Aber in der Nähe von Sandy Hooks? Guck doch nochmal, ob du Sandy Hooks findest. Du guckst wieder nach vorne und haust voll auf die Bremse, denn quer über die Straße ist so ein Schild hingestellt, so roadblocked. Ach, auf! Verdammt! Sag mal! Muss das denn sein? Entschuldigung, ich habe gerade auf die Karte geguckt. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Wir müssen irgendwo falsch abgebogen sein. Warum guckst du mit auf die Karte? Weil... Bob, warum guckst du nicht auf die Straße, wenn sie auf die Karte guckt? Wenn ich auf die Karte geguckt habe. Ist doch klar. Okay, also wir sind hier falsch. Hast du Sandy Hook gefunden inzwischen? Ich drehe mal die Karte um. Ja. Guck mal. Ich komme mir so englisch kann vor, wenn auch, ich da hingucke. Also du denkst, also wenn ihr, da war so vor 2 Meilen, war so ein Abzweig. Es war eine sehr kleine Straße, ihr seid dran vorbeigefahren. Mehr so ein landwirtschaftlicher Weg eigentlich. Aber du denkst, wenn ihr da reinfahrt, das könnte eine Abkürzung sein. Da kommt ihr prima außen rum. Das ist vielleicht noch was zu essen. Ja, also geradeaus funktioniert ja nicht. Da steht roadblocked. Ja, aber Leute, es gibt doch noch andere Leute zu der Hochzeit. Ich habe aber Hunger. Ja, wir hätten ja nicht so spät losfahren müssen. Was heißt denn hier roadblocked? Das ist eine Abkürzung. Ich steig trotzdem mal aus. Ich guck mal über das Schild drüber, ob ich irgendwas sehe. Du siehst ein Stück weiter vorne.
liegen zum einen mehrere sehr große Bäume quer über die Straße und einer davon ist auf diese Brücke über den kleinen Fluss gestürzt. Oh Gott. Das könnte, also... Es könnte ein Omen sein für die Hochzeit von Steve und Sandy. Vor allen Dingen ist es Freitagabend und da kommt bestimmt heute keiner mehr, der das wegmacht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt umdrehen, dann kommen wir nicht rechtzeitig zum Essen. Gib mal die Karte hinter. Da sind wir bestimmt auch nicht die Einzigsten. Ich guck mir mal diesen Weg da an. Ich geh mal kurz raus. Steigst du bitte wieder? Dreh mir ein bisschen die Beine. Mhm. Ich hätte jetzt schon mal umgedreht. Also du siehst, dass da tatsächlich ein Weg ist und es sieht so, ja gut, er ist an einer Stelle in dem Wald, aber wann hast du das letzte Mal mit so einer Karte gearbeitet? Also er legt irgendwie die Karte auf die Motorhaube. Ja. Der Weg ist jetzt hier in der Nähe oder was? 2 Meilen zurück. Ach, 2 Meilen zurück. Also nicht ganz in der Nähe. Eine bessere Idee, wo soll man denn sonst langfahren? Wollt ihr jetzt den ganzen Weg zurückfahren? Nee, komm, lass uns die Abkürzung fahren. Also die Alternative wäre wirklich bis zum Highway zurück, dann 3 Ausfahrten weiter, aber ihr seid jetzt schon bestimmt 2 Stunden auf der Landstraße unterwegs gewesen. Nee, dann fahre ich gleich wieder nach Hause. Was? Das ist auch eine gute Idee. Oder? Leute, nee, komm. Das können wir jetzt nicht machen. Nicht? Nicht? Na gut. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir den Weg durch den Wald. Wir können ja langsam fahren. Ja, ist bestimmt spannend. Aber dieses Auto, ich guck mal das Auto an. Hält das Auto so eine Strecke aus? Ach komm, wir... Kennst du dich damit aus? Nein. Ja. Wir probieren es. Ja, wenn du fragst, gucke ich mal. Ja, obwohl, auf jetzt. Du hast es, also der Motor ist in Ordnung. Ja. Also ob es jetzt das, die Stoßdämpfer aushalten müssen, also es kommt auf die Straße drauf an. Und der Auspuff. Ja, aber ich meine, selbst wenn wir ein bisschen langsamer fahren, kommen wir immer noch rechtzeitig zum Essen. Ich guck mal auf die Uhr. Wird eng, oder? Ey, ihr müsstet jetzt mal langsam losfahren. Einsteigen wieder auf. Kommt Wende. Auf. Ja, ihr steigt alle wieder in die Karre. Du wendest auf der Straße. Ihr fahrt wieder zurück. Und kurz bevor ihr an der Stelle vorbeikommt, wo ihr da reinfahren müsst, steht so ein Typ mit einem Pickup noch am Straßenrand und ist gerade dabei, so ein Reh, das er geschossen hat, im Wald so zu tragen und so. Ladefläche. Kurbel mal das Fenster runter. Ey, Kumpel, geht's hier nach Sandy Hooks? Wo hier? Da! Oder wo? Guckt in den Weg rein. Ein Umweg. Wäre ein Umweg? Ja. Welches ist denn der richtige Weg? Zeigt auf die Straße, wo der gerade herkommt. Der ist leider gesperrt. Also ja, das weiß ich. Fahren? Schon seit 3 Tagen. Ich guck mir mal den Pickup an. Hat er noch eine Seilwinde oder sowas dran? Ja. Also irgendwas, wo man das Zeug dann abtransportieren könnte? Ja, gut. Also es waren große Bäume. Könnte man machen, aber die Frage ist, ob es länger dauert als der Umweg, den ihr nehmt. Vor allem, wenn einer auf die Brücke gestürzt ist. Ich tippe dich mal so an, so. Vielleicht kann er das Ding wegräumen mit dem Pickup. Ich weiß natürlich genau, was das für ein Auto ist und so. Wie der aussieht, kann er das auch ohne Pickup. Hat so eine schmierige Basecap an und diese orangenen Jägerwesten drüber. Über einem Karohemd, natürlich. Ja. Komm. Kannst du uns helfen, die Bäume wegzuräumen? Wir müssen nach Sandy Hooks, ist total wichtig. Die Hochzeit von Freunden und so. Hochzeit ist total langweilig, aber es sind halt gute Freunde und die lässt man nicht im Stich, verstehst du? Nee, kann ich nicht. Ne? Ne. Oh. Stell dich doch nicht so an, guck mal, was du für ein Auto hast hier, mit Seilwinde und allem. Geht doch. Ich kann dir den Weg da lang zeigen. Naja, du hast doch gesagt, das ist ein Umweg, oder? Ja. Oh Mann. Wie lang ist denn der Umweg? Guckt sich so euer Auto an. Und 2 Stunden. Da gibt's nur noch Reste. Gibt's? Da fahren wir doch besser zu. Da ist wohl eine Tankstelle dann, wenn wir da durch sind. Im Wald? Dahinter. Wann kommt denn die nächste Tankstelle auf dem Weg nach Sandy Hooks? Also da lang, er zeigt die gesperrte Straße entlang. Und 6 Meilen. Da lang? Ah, ist länger.
Du hast nicht zufällig einen Ersatzbenzinkanister dabei, den wir uns leihen können? So einen dicken Kautabak-Fropfen so in der Seite drin. Den wir dir abkaufen könnten? Nee. Gott, der hilft. Ah, ich kann euch Schnaps verkaufen. Damit fährt aber mein Auto nicht. Leute, das war gar nicht so schlecht. Was willst du dann haben dafür? Bei mir wird es voll langweilig hier. Ja, und Hochzeiten sind eh kramt hinten auf der Ladefläche rum, holt so ein Einmachglas. Oh nein, Jay, tu das nicht. Und in dem Einmachglas ist halt super Alkohol drin. Genau das, was ich brauche. Die 15. Art, von der man blind wird. 15? Der jetzt. Gib dem mal ein 15, damit wir weiterkommen. Gib mal 15. Doch nicht. Kram 15 raus. Ja, hier, so, mein ich Bester. Dankeschön. Wie sieht es denn jetzt mit der Straße aus? Ja. Die ist blockiert. Mit dem Weg? Ich dachte, er hätte es vergessen. Ja. Okay, wo müssen wir denn da lang? Können wir uns da verfahren oder einfach rein und dann? Fahren hier in den Wald. Wald. Den Weg entlang. Ja. Weg entlang. Immer weiter. Ja. Mhm. Irgendwann links. Beim Sägewerk. Links. Beim Sägewerk links. Okay, fliegen wir hin. Dann fahrt hier immer geradeaus. Und da ist da eine alte, stillgelegte Mühle. Wieder links. Und dann kommt der wieder auf die Straße. Okay. Links, links, Straße. Ja, fahren wir einmal im so. Winona. So. So. Sägewerk, Mühle, ich guck Straße. Ich guck mir das auf der Karte an und versuch's ein bisschen nachzuvollziehen. Super. Sieht gut aus. Ja. Möglich, dass das stimmt, was der sagt. Möglich, okay. Ja. Er ist halt auch ein Eingeborener sozusagen. Ich nehme mal das Handy raus. Mhm. Und mein alter Rabbit, schafft er das? Über den Waldweg. Ja, die Frage ist, ob Medizin reicht. Mein lieber Freund, das ist aber ein ganz schöner Fusel. Ja, ist gut. Ja, zischt gut rein hier. Das ist halt für Männer. Ja. Das trinken wir nicht, Jay. Wir. Alles klar. Ja. Ah, komm, dann lasst uns fahren. Gute Fahrt. Danke, schönen Abend noch und guten Appetit. Cheerio, ich kurbel das Fenster hoch. Ja. Handy, scheiße. Haben wir hier Empfang? Nee. Oh. Ich meine, auf der Karte sind noch keine Tankstellen oder so eingezeichnet. Ich schreibe schon mal... Ja doch, halt ein Stück die Straße runter. Ja, okay, das die Straße ist, das wo er sagt, da ist eine Tankstelle. Ja, dann koppel ich mal auf den Waldweg. Langsam. Ja, genau. Langsam, nicht, dass wir uns noch einen Platten einfangen. Hast du Ist halt nur so ein Waldweg. Okay. Im Kofferraum. Was soll denn schon passieren? Das ist ein Waldweg. Ja, da kann man sich schon mal einen Reifen platt fahren, habe ich gehört. Ich schreibe schon mal eine Nachricht. Verspäten uns um circa 2 Stunden. Sorry. Hühnchen aufheben, bitte. Die Jungs würden gerne noch Hühnchen haben. Danke. Falls wir irgendwann Empfang kriegen, dass die Nachricht rausgeht. Ja. Oh je. Alles klar. Oh, sie wird genervt sein. Ihr muss ja nicht ausflippen. Fahrt langsam und vorsichtig in diesen Waldweg rein. am Anfang ist er nicht ganz so schlimm. Es geht. So. Aber er ist vor allen Dingen sehr gewunden. So hin und her. Ist nicht irgendwie schnurstracks den Wald entlang. Und dann wird er doch irgendwann sehr waldwegig, wo er das Gefühl hat, will er uns eigentlich verarschen? Ist doch kein Weg hier. Waren wir schon am Sägewerk? Und nach einiger Zeit kommt ihr tatsächlich an ein Gebäude, ein größeres Gebäude, so aus Holz gebaut, kleiner Bach in der Nähe und ihr seht das Holzlager daneben, wo die Stämme sind. Ist jetzt gerade niemand da. Also niemand, den ihr sehen würdet. Wie sieht's mit dem Tank aus? Was, Bob? Ja, davon hast du auch zu viele geguckt. Was ist das nur? Ist doch gar keiner da. Wir haben doch noch gar nicht geraucht. Jetzt. Es ist noch hell. Könnte das ein Sägewerk sein? Also hier im Wald ist es halt schon düster. Halt mal an. Ganz kurz. Ich steig mal aus. Sind hier Autos, irgendwas? Trennen, das ist immer eine gute Idee. Ja. Was? Bob, dann komm doch mit. Ich will nur gucken, ob hier irgendwie stehen hier Autos rum, LKWs, irgendwas. Ich versuche noch einen Benzinkanister zu suchen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, ich komme mit. Warte. Also, okay, ihr beide, die beiden Mädels gehen jetzt. Ja, nee. Bleibst du beim Auto? Ja.
Ich tue mal meinen Moonshine-Fusel hier. Danke. Ich warte hier. Okay, wunderbar. Einer bleibt allein zurück. Perfekt. Verdammt, noch eins, ey. Wie weit kann es denn noch sein? Also, ihr drei. 40 Meilen haben wir bestimmt noch. Geht zum Sägewerk. Ja. Also, es ist ein sehr kleines. Und es gibt so ein Tür, wo so ein Schild drüber ist: Office. Ist es noch hell? Es wird gerade dunkel. Ach ja, so langsam wird es mir auch ein bisschen unangenehm. Es ist ja noch keiner da, oder? Ich rufe mal laut Hallo und gucke mich schon mal um, ob irgendwo eine Garage ist, Fahrzeug, wie gesagt, irgendwas, wo ein Benzin zu finden sein könnte. Guck ein bisschen, also siehst da hinten, es könnte so das Lager für die Maschinen sein. Guck mal, da hinten, ha? Gehen wir mal gucken. Klar. Ihr geht zu diesem Gebäude, seht, da ist so ein Maschendrahtzaun, so ein Zaun vor, aber den kann man an einer Stelle so aufbiegen und dann könnte man reingehen. Hm. Mann, ich habe mir die Fingernägel gestern Abend noch neu gemacht. Bob, geh du mal. Komm. Okay. Ja, wer bin ich, da zu widersprechen? Außerdem kenne ich mich mit den Maschinen aus. Super. Ja. Gehe ich allein. Also gehst du... Ich gehe da rein, ja. Ja, gehst durch den Zaun, da stehen... tatsächlich steht ein Harvester, also dieses so ein großes LKW-ähnliches Gerät zum Bäumefällen steht da. Und entladen. Und zwei ältere LKW. Mhm. Okay. Ich habe keinen Diesel. Nein, natürlich nicht. Ja. Könnte man ein Problem haben. Also haben wir, meine ich damit. Ja, da ist nichts zu machen. Ich gucke mich noch mal ein bisschen genauer an, ob ich nicht irgendwas übersehen habe, dass da nicht irgendjemand so sein Motorrad rumstehen hat lassen oder so. Du stehst noch draußen am Zaun. Ja. Die beiden sind in der Halle drin, ne? Reingegangen. Und Bob! Und dann siehst du jemanden das Lager, das Gerätelager drumherum kommen, hat so eine Latzhose an, so ein Benzel zu. Diese Mützen, die man so, die so runterhängen, links und rechts. Gummistiefel. Und er hat so ein dickes Stück Holz in der Hand. Mein Mann, du hier! Oh, Mist. Kommt auf dich zu. Hallo. Du darfst ihn nicht sein. Ja, was machst du denn hier? Du bist mein Auto. Du darfst hier nicht sein. Du bist nicht ich da. Ich dachte, ich sehe das von da. Nein. Ach so, gut. Wo ist mein Fuß? Oh, schade. Das machen wir jetzt. Wir hören das? Ihr hört das zumindest. Wir suchen Benzin. Wir brauchen dringend, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Benzin. Sagen wir, laufen mal schon. Du brauchst Hilfe? Ja. Ich würde sagen, danke. Ja, gibt's nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass wir irgendwo anders rauskommen? Er kommt ein Stückchen näher zu dir ran. Ne? Benzin. Auto. Hä? Du brauchst Benzin? Ja. Ich hab Geld. Ich wedel so mit $20 vor seiner Nase rum. Ich meinte, nee, ich soll nicht. Ich muss hier aufpannen. Kann sie uns doch sehen? Ja, du siehst die beiden und den Typen, aber ihr seht den Typen noch nicht. Aber wir kriegen mit, dass er... Ja, ihr hört ihn. Der ist laut genug. Nein, ich muss aufpassen hier. Ach, brauchst du nicht aufpassen? Wir machen doch, ich sehe doch nicht gefährlich aus. Ich brauche nur Benzin. Du bist hübsch. Danke. Ich mag dich. Hast du auch Benzin? Ich krieg Ärger, wenn ich was gebe. Auch für $50, das ist viel mehr als dann das. Ist $50 viel? Der Referent schimpft. Ich verspreche, dass $50 viel mehr sind, als das kostet. Du kriegst keinen Ärger. Okay. Gut. Heiratest du mich dann? Oh, Schatzi, das wird schwierig. Ich hab schon einen Freund. Oh. Ja. Aber du bist. Aber sonst würdest du? Ja, wenn ich den nicht hätte. Gut. Oh. Ich hol dir Benzin. Ich hol Benzin. Ich hol Motorsäge. Er geht dann wieder um die Ecke zurück. Psst,
Okay, raus! Okay, wir rennen. Leise raus, wenn es geht. Ja. Ihr wollt leiser sein, nicht entdeckt werden. Das wäre schon ganz gut. Ja. Dann wäre das doch mal der erste Zeitpunkt. Was? Ich kann super rennen. Ja, aber leise sein. Ihr möchtet es beide. Kann mal jeder. Möchtest du zuerst? Ach, Ladies first. Danke. Warum denn leise? Nur eine Hand, ne? Du weißt, wie gut er hört. Obwohl, wenn er gerade die Motorsäge ölt und anwirft, dann. Total harmlos. Also für alle da draußen, die Dread nicht kennen, die einzige Regel in dem Spiel ist, statt würfeln, bitte, wenn man etwas macht, was normalerweise nicht... Ich bin durch den Zaun gehüpft schon. Ja, was normalerweise nicht zu den Alltagsfähigkeiten gehört und an der Stelle heimlich da rauszufliehen gehört dazu, da muss man, je nachdem wie schwer das ist, was man macht, 1 bis 3 Steine aus dem Turm geben. Geht's gleich? Bei 2 Steinen kann man das noch schlechter machen. Ich wollte nichts sagen, um die Moral nicht zu gefährden. Mensch. Bei sehr schwierigen Sachen könnt ihr auch schon mal 3 Steine nehmen, die ich man nach ja oben... Ich habe ja nie gesagt, dass Bob gut im Schleichen ist. Also. Ja. Wenn bei einem Spieler der Wackelturm umfällt, dann passiert, also zum einen klappt dann das nicht, was er sich vorgenommen hat, und zum anderen wird dieser Charakter in irgendeiner möglichst dramatischen Art und Weise aus dem Szenario entfernt. Ja, das, wenn ich nicht schon einen Freund hätte. Das kann tot sein, muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass man hysterisch schreiend wegläuft. Oder... in einer, alles gut, in einer anders gearteten Art und Weise dem Wahnsinn verfällt, in einem Bergwerk eingeschlossen wird. Ist gut, wir haben es verstanden. Ne? Wir haben es verstanden, es könnte was passieren. Ja. Was Schlechtes. Ja. Meistens tot. Gut. Wir haben es verstanden. Nichtsdestotrotz, ihr habt es geschafft. Seid. Auf ins Auto mit euch. Haut ihr dann außer Sicht ab? Mhm. Du wartest da alleine? Na, ich gehe jetzt auch so ein bisschen Richtung Auto, aber dass sie im Auto sitzen. Nein, geht ins Auto, ich gehe so ein bisschen mit. Soll schon was ist denn los jetzt hier? So, kommt ihr denn hier angeschlichen? Hallo! Nein, er kommt wieder. Seid ihr jetzt weg dann? Seid ihr zum Auto hin? Ja. Gott. Ist sie noch in Sichtweite dabei? Ja. Für euch ist sie noch in Sichtweite. Ja. Okay. Den Zaun sieht man, den Typen dahinter dann nicht mehr. Ich mach schon mal die Tür auf für sie. Der Typ kommt nach vorne, hat so einen 20-Liter-Kanister. Super. Ich hab was für dich. Total lieb. Ich nehme den Kanister ab. Hier, damit du keinen Ärger kriegst. Musst du aber auch abgeben. Okay. Sonst gibt's Ärger. Von wem? Vom Referenten? Ja, wahrscheinlich. Oh nein, das will ich nicht. Nee, deswegen abgeben. Okay. Nicht versaufen. Okay. Gut. Und du erinnerst dich an mich. Wenn dein Mann weg ist, kommst du her und wir heiraten. Auf jeden Fall. Das ist versprochen. Okay. Gut. Er steckt den Schein in die Tasche. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich jemals wieder an diesem Sägewerk vorbeikomme? Tschüss. Er wird doch immer vorbeikommen. Ich winke. Jay, wink. Ja. Der war nett. Sag mal. Ey, super. Schau mich mal an. Wo ist der Fusel? Düssel. Ja, hast du ausgeschüttelt. Hast du ausgeschüttelt? Umgekippt. Hast du ihn echt komplett ausgetrunken? Nein. Also es ist eine Frage. Also, nein, guck, hier ist noch was drin. Da ist noch was drin. Hm. Aber fast ausgetrunken. Okay, dir ist schon ganz schön duselig. Wer spricht da? Naja, blind so wirst blöd, du nicht, aber dir ist ganz schön duselig inzwischen schon. Also ich fahre nicht. So, starte. Biege links ab am Sägewerk. Wir haben Benzin, oder? Gut. Ja, aber noch haben wir ja im Tank. Also ich fahre erstmal weg. Ja, Schraub mal das Ding auf und riech dran. Es riecht nach Sprit. Gut. Bob, wirklich. Wir willst du noch ein Feuerzeug? Hast du den jetzt vorne bei dir zwischen den Beinen im Beifahrerraum? So. Hast du den Spritkanister? Ich habe ihn jetzt wieder nach hinten gegeben. Ist ein Kombi. Ach so, okay. Nee. Er reicht diesen 20-Liter-Kanister nach hinten. Ihr habt jetzt da auf dem Rücksitz zwischen euch... Haben wir keinen Kofferraum? So er hat den mit ins Auto reingenommen. Frag doch Bob. Verdammt, ich hab mir das Auto größer vorgestellt. Es tut mir leid. Bob. Halt an, wir packen es in den Kofferraum. Wir haben von dem guten Wheatland... Jay, pack das mal ins Kofferraum jetzt. Ja. Los. Ich wir wollen weiter. In den Kofferraum. Rums. Alles klar. Ist die Nachricht versendet? Ja. Oh, wunderbar. Irgendwann hatten wir mal Empfang. Wahrscheinlich vorne am Sägewerk. Gab's eine Antwort? Nee, oder? Nö. Nö. Aber jetzt du willst die Antwort von Sandy auch nicht lesen. Richtig, kein Empfang. Inzwischen ist es aber dunkel geworden. Ach, Mann. Ihr fahrt also diesen
dunklen, langsam holprigen Waldweg entlang. Warum sind wir so spät losgefahren? Warum, Bob? Ich? Nein, es hat mir tatsächlich war sie. Ja, also sie musste ja noch die Nägel machen lassen. Aber das ist wichtig für eine Hochzeit. Ja. Aber deswegen habt ihr bestimmt zwei Stunden auf sie gewartet, weil sie beim Nägelmachen war. Ich hasse das im Dunkeln. Aber ihr habt doch gesagt, wir fahren um 9 los. Ich war um 9.30 Uhr fertig. Ja, aber am nächsten Tag. Mann, Jay, du willst doch, dass ich hübsch aussehe? Ja. Gut. Na also, dann muss man halt manchmal auch ein bisschen warten. Sind aber auch schick geworden, oder? Bob, kannst du noch fahren? Ja. Ich hasse es im Dunkeln. Okay. Hat der schon was geraucht? Ich weiß es nicht. Na, hast du? Ja. Natürlich habe ich, aber soll ich fahren? Ich kann nein, auf gar keinen Fall. Wir fahren ja eh langsam. Klingt wie eine ganze Destillerie. Also, deswegen ist es schon... Es wird eine super Hochzeit. Okay. Du kannst fahren, prima. Ja. Du fährst also den Waldweg entlang, du sitzt auf dem Beifahrersitz, guckst du irgendwie angestrengt nach vorne. Ist der Sitz bequem? Oh, ich hasse das, im Dunkeln durch den Wald zu fahren. Ja, aber das wird schon. Gut. Du fährst um eine Kurve. In diesem Waldweg und siehst, dass da eine Wurzel in der Mitte ziemlich weit nach oben guckt. Mhm. Du müsstest jetzt in deinem Zustand eine ziemlich krasse Vollbremsung hinlegen. Dann probiere ich das, aber vielleicht ist eine nette Wurzel, vielleicht kann man auch drüber fahren. Willst du drüber fahren oder eine Vollbremsung machen? Zu lange Reaktionsfähigkeit. Du willst drüber fahren? Ja, ich werde wahrscheinlich drüber fahren. Alles klar. Dann nimm doch mal zwei Steine raus. Komplett raus? Nee. Ja, okay. Also, komplett raus. Ist ein altes Auto. Könntest du jetzt ausgleichend arbeiten? Schön. Das ist nicht gut. Das ist eine ziemlich feste Wurzel. Ich habe so ganz schlechtes Gefühl, schon vom Angucken. Dass wir zu Fuß weitergehen. Was macht er denn da? Also mir kraut es ja nur davor, dass ich da irgendwas. Einen muss er noch. Ja, komm, dann machen wir noch den Leiter. Was, einen noch? Oh, den hatte ich mir ausgedacht. Wenn er da unten ist. Ach, das funktioniert so nicht. Moment. Doch, klar. Vielleicht die anderen. Nee. Bob. Ah, Schnauze. Oh ja, ganz unten noch mehr rausnehmen, finde ich gut. Was hat denn da so geknarzt also unterm Auto? Also du fährst da drüber, es kracht einmal schon am Unterboden. Oh. Bob? Aber scheinbar bist du da irgendwie drüber gekommen. Das war nix. Glaube ich. Sollen wir mal gucken lieber? Ja, wenn es sein muss. Mal anhalten, alle Mann. Nicht, dass die Ölwanne getroffen ist. Ja. Geh mal gucken. Das klingt anders. Oder die Weedwanne. Woher weißt du denn, wie das klingt, wenn man die Ölwanne kaputt fährt? Naja. Okay, fährst du rechts ran kurz oder hältst du einfach? Es gibt keinen rechts ran, der Weg ist ungefähr so breit wie euer Auto. Okay, dann rechts ran, dann heißt gegen den Baum. Dann mache ich die Tür auf und ich will aber nicht aussteigen. Ich mache einfach auf und versuche mal so. Okay, also es ist dunkel. Mhm. Du bist gib mir jemand die Taschenlampe. Stoned. Hier hast du mein Handy, Taschenlampe an, bitte. Okay. Ja. Ja, also du bist jetzt schon Ingenieur, aber stoned und also müsstest irgendwie drunter kriechen. Oder aber, also entweder kriechst du drunter und guckst, du hast so ein vernünftiges, also du denkst, es ist nichts passiert. Nee. Wenn es weiterfährt, fährt es weiter, dann können wir doch jetzt eh nichts ändern. Solange wir jetzt kein Öl verlieren, siehst du ja irgendwas? Vor allen Dingen, wenn wir fahren, dann da brauchen wir auch ein bisschen was, da fließt nicht so viel raus in der Zwischenzeit. Ne, dann fahren wir weiter. Okay, ist in Ordnung, ja? Mhm. Alles klar. Gut. Ihr fahrt weiter, du guckst die ganze Zeit auf die Ölanzeige, alles das Lämpchen geht nicht an, seid voll konzentriert und voll gestresst. Ja. Aus dem Wald raus. Und irgendwann macht es dieses bum, 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 bum. Bob. Und das Auto bleibt stehen. Haben wir vergessen, auf die Tankanzeige zu gucken vor lauter Ölanzeige. Also du guckst gerade auf die Tankanzeige und der ist richtig leer. Ach, Gott sei Dank, nur der Tank. Ich habe schon gedacht, es wird doch Öl. Was ein Glück, ist ein Benziner. Nachfüllen, würde ich nachfüllen. Sagen. Nachfüllen? Mhm. Männer, kommt. Mhm. Wir sind schon super gut, spät. Ich hole den Kanister und ja. Füll nach. Gehst raus, füllst nach, ist überhaupt kein Problem.
ist kein alles Problem, easy. Krieg ich hin. Ja. Ja. Krieg ich noch hin. Hab noch alles im Griff hier. So. Ihr, danach startet der Wagen sogar wieder. Ihr fahrt weiter. Wie unerwartet. Guckst wie gebannt auf diese Tanknadel. Und irgendwie hast du das Gefühl, dass der Tank schneller leer wird, als er eigentlich sollte. Also er verbraucht gerade echt viel Sprit. Scheiße. Du, Bob, kannst du das gesamte Benzin da reingekippt? Natürlich. Wo rein denn sonst? Nein. Ja, das war vielleicht nicht die beste Idee. Wieso? Wieso? Sieht aus, als würden wir Benzin verlieren. Also die vorne Wurzel die Wurzel oder was? In dem Augenblick, wo er es sagt, hört ihr so ein Bing und die Tankleuchte geht an. Aber er fährt noch. Komm, gib mal ein bisschen Gas, weil wir müssen echt auf die andere Straße. Hier findet uns ja keiner. Waren wir schon an der Mühle? Nein. Oh. Komm, ein bisschen Gas, Bob. Okay. Drück mal richtig drauf, Bob, bevor es zu spät ist. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Das ist super. Willst du machen? Ja. So richtig Stoff geben im Wald. Sind wir angeschnallt? Ich bin angeschnallt. Ach Quatsch, im Wald, so schnell kannst du hier gar nicht fahren. Ja. Also du gibst richtig Schub. Trunken überleben halt so viel Schub. So schnell, wie man halt fahren kann. Ja, halt komm. Fahren kann in dem Ding. Wenn du vorsichtig, also ich will halt wissen, willst du möglichst schnell oder willst du vorsichtig? Nein, die Frage ist, wie viele du da rausnimmst. Nicht ob. Ich bin auch für einmal ziehen, würde ich sagen. Wie schnell fährst du? Also du fährst zügig, einmal ziehen. Aber so wie es dein Stoner-Kopf zulässt, dann reicht einer. Okay. Wie schnell fährst du? Ein Schenkerstein. Ich gucke die ganze Zeit nur nach vorne, ob ich die Mühle sehe. Ah, der ist gut. Ja, das ist großartig. Ich lass mich gleich bloß mit. Boah. Ach, der wackelt schon echt. Dass ich erstmal dran bin, ist das hier schon der totale Horror. Ja, vor allem du auf deiner Fahne. Ja. Kannst gleich zwei ziehen. Eigentlich müssten wir Live-Rollenspiel machen und dir irgendwie so ein schönes Glas Wodka geben. Mhm. Ja. Wir lassen das aber. Ja. Gut. Du fährst schneller, was eigentlich nicht zur Folge hat, dass irgendwas in deinem Hinterkopf sagt dir irgendwann auch, eine voll doofe Idee. Je schneller du fährst, desto intensiver pumpt die Benzinpumpe und desto schneller pumpt die kaputte Benzinpumpe das Benzin auch raus. Und als du es gerade sagen willst, mir ist da was eingefallen. Hält der Wagen stotternd an und der Motor geht aus. Echt jetzt? Ja, das Benzin wird nur schneller sein. Du wolltest uns doch was sagen. Ja, das wollte ich euch sagen. Das war's jetzt, oder was? Ich hol's Handy raus. Keine Empfang. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Sag ich, während ich direkt was drehe. Das Handy wird. Ich mach mal die Handytaschenlampe an, guck unter das Auto. Ich gucke auf die Karte, ob ich erkennen kann, wie weit wir noch laufen nichts müssen. Mehr. Dafür müsstest du ansatzweise wissen, wo du bist, außer Wald. Also die Information. Er hat es gefunden. Ja, ja. Du weißt, dass du zwischen der Linksabbiegerstelle bist, wo ihr eben gewesen seid. Und der nächsten Linksabbieger. Und der nächsten Linksabbieger. Aber wo auf dieser Stelle dazwischen? Wie viel? Kein wie viel blassen Wald Schimmer. Ist es denn noch? Es ist ganz schön waldig. Von der Strecke auf der Karte. Ist es die Hälfte jetzt? Oder? Ihr habt ja keine Ahnung. Ihr seid doch, wir haben eine Linksabbiegerstelle und eine Linksabbiegerstelle und wir sind irgendwo dazwischen. Ja. So, ihr seid irgendwo dazwischen, so, jetzt genau. Gehen wir mal davon vom schlimmeren Fall aus. Wir sind ziemlich nah an der Mühle? Genau. An der Mühle, ja. Ihr seid, nee, das schlimmste Fall, ihr seid ziemlich nah am Sägewerk. Also ihr müsstet dann so 5-6 Meilen durch den Wald latschen. Du hattest doch da jemand Nettes kennengelernt, meinst du? Vielleicht, was? Vielleicht fährt er uns zurück? Oder ich glaube nicht, dass er fahren kann. Ja, hast du dir seine Nummer geben lassen? Nein, der hat doch gar kein Telefon. Hör auf, dich über so arme Menschen lustig zu machen. Ich kann das nicht leiden. Okay, okay. So.
Ich finde sie auf jeden Fall furchtbar. Also, wie auch immer, können wir uns in Bewegung setzen? Warte, kommt drauf an, in welche Richtung. Wie lang sind wir denn gefahren seit der Seemühle? Viertelstunde, 20 Minuten. Wäre fast besser. Und wenn wir an der Mühle ankommen, dann geht's nur wieder auf die Hauptstraße und da fährt keine Sau lang, weil auch auf der anderen Seite die Straße gesperrt ist. Und wie weit müssen wir dann noch nach? Also, du Sandy weißt, Hook? Dass es ja von der Stelle, wo ihr wart, waren es eben so 6 Meilen bis zur Tanke. Wenn ihr aus dem Wald erstmal rauskommt, sind es also so 1,5-2 Meilen bis zur Tanke, wenn ihr erstmal aus dem Wald raus seid. Und da kriegt ihr ja Hilfe. Da können wir auch ein Taxi. Ja, ein Taxi. Aber vielleicht kann euch der Typ von der Tanke fahren oder euer Auto vielleicht abschleppen. Hilft wohl nichts. Das war's wohl. Wir müssen jetzt ein Stück mit laufen. Sitzprobe. Ich habe das Gefühl, wir kommen gerade noch pünktlich zur Hochzeit morgen, wenn wir Glück haben. Haben wir noch irgendwelche Riegel oder sowas? Ja, guck mal, in Sancho-Fach. Ach, ich sitze hier auf dem Beifahrersitz. Ja, hier, ich habe da immer noch ein bisschen Schokolade drin für solche Fälle. Oh, Schokolade. Ja, geil. Du bist gerade echt so. Ja. Oh, geil, Schokolade. Das lenkt ab. Schokolade. Ja, gib mir auch mal einen. Mir ist schon ganz schlecht von diesem Fusel hier. Ach, danke. Gut. Also. Okay, Aber ich will jetzt nicht die Laune verderben, ja, aber ich war auf Hochzeit ausgerüstet und nicht auf Waldspaziergang. Ich gucke auf meine Schuhe. Zum Glück hast du dir die Nägel machen lassen. Du hast ja nicht noch bequeme Schuhe mitgenommen. Weil nun, also warum soll ich denn noch bequeme Schuhe? Aber Auto fahren. Aber das sind die bequem. Also du hast schon, bequeme Schuhe fürs Fahren an. Die anderen sind im Kofferraum. Ja, aber die sind auch so und so. Ja, ja. Also du hast jetzt trotzdem Absatzschuhe. Du hast gar keine anderen, außer deine Sportschuhe. Ja. Und die hast du ja nicht mitgenommen. Ja, ich habe noch ein paar Pumps dabei. Was hast du für eine Schuhgröße? Die müssten dir doch passen. Guck auf ihre Füße. Ich habe 39. Na, das könnte gehen. Sind ein bisschen groß, aber gut. Ja, besser. Also, dass besser du nicht hier über den Waldweg stückelst. Ja, gut, dann hilft's wohl nichts. Okay. Alles klar. Ich mag das überhaupt nicht. Sägewerk oder Mühle? Ich packe meine Handtasche ein, weil die ist praktisch survival-technisch ausgestattet. Sägewerk oder Mühle? Mühle, wir wollen vorwärts, wir wollen Richtung Tanke. Ihr geht vorwärts. Moment. Ich bin ja normalerweise nicht berühmt dafür, jetzt in diesem Zustand sehr geistesgegenwärtig zu sein. Aber irgendwie macht mir das Ganze hier ziemlich Angst. Was? Sollten wir nicht irgendwie... Warum macht euch das Angst? Wir sind einfach nur im keine Wald. Ahnung, ich sag ja, das so fangen Horrorfilme an. Okay, ich nehme mir das. Wie viel hast du heute schon geraucht, Bob? Ich weiß nicht, ob genug. Naja, aber Bob hat nicht ganz Unrecht. Das Sägewerk wissen wir, wo es ist und wir wissen, dass da jemand ist, der... Der wirklich uns nicht helfen. Da ist jemand jedenfalls. Ne? Ich finde es also, im Dunkeln. Ich habe ja meine Tasche ist ja ein Rucksack. Können wir zum Beispiel ein bisschen Erste-Hilfe-Zeug einpacken und. Was? Was habt ihr vor? Ja, wir müssen jetzt ganz schön lang laufen. Und es ist dunkel. Ja. Und im ja, Wald gut, gibt es okay schon auch wilde Tiere. Ja, dann. Wir sind hier in Kentucky. Ja, da gibt's was gibt es? Bären hier? Und Schlangen und so ein Zeug. Pumas, genau. Ein bisschen Werkzeug. Also, ich glaube. Pack doch einfach vielleicht den. Ich guck mal in den Kofferraum, ob da sowas wie so ein Wagenkreuz oder irgendwas. Irgendwas. So ein Radkreuz drin. Knüppelartigeres. Ja, die Stange vom Wagenheber. Die Stange vom Wagenheber. Ja, klar. Die nehme ich. Alles klar. Ich nehme mein Handy. Ja. Damit kann man normalerweise alles lösen, was zu lösen ist heutzutage. Ich habe in meinem Handy die Taschenlampe. Ich packe den Ratschkasten in den Rucksack. Okay, packst du noch den Ratschenkasten ein, ihr nehmt noch die... willst du noch irgendwo ein Auto montieren unterwegs? Wer weiß, was wir noch machen. Die Stange vom Wagenheber und 2 Leute mit Handys und den Erste-Hilfen-Kasten nehmt ihr noch aus dem Auto Fantasie mit. Durch. Ja, das, da das Auto einer Krankenschwester gehört, ist der... Erste-Hilfe-Kasten auch super ausgestattet. Gut gestimmt, und du ja hast noch deine Packung Oxycodon in der Tasche, die du immer dabei hast wegen deiner Knie. Mhm. Ja, ich bin richtig begeistert, jetzt auf ungewisse Zeit durch diesen Wald zu laufen. Beim Sägewerk wüssten wir wenigstens, wann wir ankommen. Ja. Es ist auch, also nachts durch den Wald latschen, ne, deine Knie sind... Ja, du trägst aber, mich. Also, aber bisher, hey, hast du den anderen noch nicht viel von deinen Knien erzählt, dass es dich immer noch... Also es tut halt weh, aber du bist halt Kerl halt. Ne? Ja, eben. Ja, du bist gut der Coach. Also ich habe nichts gesagt.
Ich nehme die Karte mit. Mhm. Das ist das Einzige, was hier noch sinnvoll mir erscheint. Alles klar. So. Karte eingepackt, alles da. Schließe das Auto ab. Habt ihr euch fürs Armageddon hier ausgerüstet? Auf jeden Fall. Können wir dann. Irgendwas haben wir vergessen. Was sitzen da die Biber drin hinterher? Was sollen wir denn jetzt vergessen haben? Ich habe meine Tasche. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas haben wir vergessen. Ja, die Wurzel haben wir vergessen. Auf dem Weg. Gott. Eine dicke Jacke an. Schuhe gewechselt. Jawohl, alles in Ordnung. Dann los. Du hast übrigens pinke Klamotten an. Ja und? Ist doch gut. Wollte ich nur sagen. Du wirst nicht mehr von kannst vorn gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja im Dunkeln gar nicht schlecht. So, macht ihr euch auf den Marsch durch die Nacht des Waldes in Kentucky. Oh Mann. Wie auch die Leute im Stream merken, überall hört man Insekten, es zirpt überall. Ich hoffe, das hört man im Stream. Nicht. Bin gespannt. So macht ihr euch auf den Weg. Es ist wirklich duster. Also dunkel hier, es ist auch Neumond. Kommt noch dazu. Also es ist nicht mal irgendwelches Mondlicht da. Alles, was ihr habt, ist das Licht von deinem Handy. Das ist so auf 30%. Was? Seid schon ganz schön lange unterwegs. Ja, wir haben ja alle, wohl alle Handys, ne? Ihr habt alle Handys, ja, natürlich. Das meint ja etwa aus. Ja, aber deins ist so auf 30%. Ich tippe wieder eine Nachricht noch, eine letzte. Welche denn? Wie eine letzte. Wie die letzte. Die letzte heute Abend, ich bin weil dann wird alles gesagt, wir werden wohl nicht pünktlich kommen, oder wie seht ihr das? Also. Wohl nicht, aber vielleicht kann uns ja jemand abholen. Das ist doch eine super Idee. Vielleicht kommt ja jemand und holt uns. Genau. Ja, bitte. Damit ich nicht diesen ganzen Weg laufen muss. Also, dann müssen wir nicht noch jemanden, der da ist, von dem wir die Handynummer haben. Da müssen wir nicht die Sandy die ganze Zeit nerven. Auto liegen geblieben, mitten im Wald, nee, Sägewerk. Laufen jetzt, kommen heute wohl nicht mehr an. Schreib doch noch drunter. Grüße. Schick jemanden. Darauf die Idee werden sie wohl selber kommen. Die haben andere Probleme. Ja eben, deswegen kommt da vielleicht auch keiner, weil die andere Probleme haben. Wir gehen jetzt einfach. Schreib's doch, es tut doch nichts. Ja, nur schreib's. Bevor das Handy ausgeht, hier noch. Wenn ihr könnt, bitte holt uns ab. Mhm. So. Oder schick jemanden. So, gut. Ich hake mich beim Bob ein, weil es ist mir doch gruselig da im dunklen Wald. Ihr... Nach dieser epischen Nachricht geht ihr den Waldweg weiter. Und tatsächlich, er spricht die ganze Zeit von Horrorfilmen, kommen einem diverse, also automatisch denkt man da dran, was man alles für Horrorgeschichten. Bob, was machst du abends immer? Guck, Kentucky Chainsaw Massacre. Offensichtlich. Ich kenne das überhaupt alles gar nicht, wovon er redet. Das sind gute Filme. Das ist doch absurd. Also als ob sich jetzt jemand hier in den Wald stellen würde und darauf warten, dass hier kommt doch niemand vorbei. Ja, guck mal. Da stellt doch sich kein Schopan. Bei dem Mondschein gibt es auch keine Mondscheine. Deswegen die Protagonisten immer unvorsichtig werden. Wir sind ja nicht unvorsichtig, wir laufen ja auf dem Weg, oder? Zum Glück bist du ja noch Jungfrau. Jay, sowas sagt man nicht. Aua. Das könnte ihm peinlich sein. Hör auf damit. Aber Bob wirklich... Darauf sagt Bob nichts. Könntest du jetzt das Thema wechseln? Du magst nur, dass er neben dir so ein bisschen angespannt wird. Tätschel leicht sein Oberhaar. Echt jetzt? Kein Benehmen. Was denn? Doch. Ihr seid bestimmt eine Dreiviertelstunde unterwegs. Deine Knie tun inzwischen furchtbar weh. Und wenn man so nachts durch den Wald läuft, es wird immer ruhiger. Also irgendwann spricht halt auch einfach keiner mehr. Weil einem die eigene Stimme so unglaublich laut vorkommt, wenn man nachts im Dunkeln im Wald unterwegs ist. Meint ihr, Sandy gefällt ihr Geschenk? Was haben wir ihr denn geschenkt? Was habt ihr im Auto liegen lassen? Ich wusste, wir haben was vergessen. Ach, wir wollten doch Benzin holen und so. Denke, das sind doch noch meine Klamotten. Also wir werden auf jeden Fall nochmal zurück. Also ich kann ja so in meiner Freizeit, also kann ich nicht auf die Hochzeit. Also müssen wir sowieso zurück. Wann fängt die Hochzeit morgen an? 11? Haben wir auch vielleicht morgen früh noch Zeit. Da sind wir bestimmt hingelaufen. Ich drehe mich mal so um, dass mich keiner sieht und nehme mal mein Kniespray. Ja, ist kein Spray, es sind Tabletten. Also, aber du hast noch ein bisschen Moonshine zum Runterspülen. Ja. Machst du es? Ja. Super lecker. Cool. Oxycodon mit hartem Alkohol ist eine super Mischung. Es geht relativ schnell, dass deine Schmerzen weg sind. Das glaube ich. Aber du merkst, dass die Welt auch so ein bisschen schwammig wird. Mhm. So, also der Boden ist irgendwie weicher, als du dachtest. Mhm. Sehr angenehm, hier zu laufen. Ja, es ist wie auf einem riesigen Gummibärchen.
Das sagt er auch so. Verrückt. Was? Du hast Gummibärchen dabei? Der Boden. Der Boden. Ich guck mal auf den Boden. Halt Waldboden. Okay. Alles in Ordnung mit dir, Schatz? Ja, ist alles. Ist schon. Es federt schon ein bisschen. Die beiden Kerle sind erstmal. Also der eine total stoned, der andere nimmt Morphine und Alkohol gemischt. Läuft. Guter Start in den Abend. Gute Kombi. Ja. Ja. Ich höre da gar nicht zu. Ich höre die ganze Zeit auf das Knacken und Rascheln im Wald. Dir fällt als erstes das Licht ein Stückchen weiter vorne auf. Leute, ich glaube, da vorne ist die Mühle. Oh Gott sei Dank. Was, wir gehen laufen in Richtung Mühle? Ich denke, wir laufen zurück zum See. Nein, Mühle haben Mühle. Was? Was? Gibt's doch gar nicht. Ja, kein haben... Wunder, dass mir die Knie so wehtun. Oh. Ja. Ja, gut, dann sind wir wenigstens da. Warte, nein, er bestimmt. Ist das nicht von der Sägemühle, oder ist es... Nein, ihr habt es gerade so schön angesagt, ja. Das, also die beiden... Ja, kriegen denkst. Sowieso nur begrenzt was von ihrer also Umwelt Dinge, mit. Ja. Ich bin in Richtung der Scheinwerfer gelaufen, das ist mal ganz klar. Ja, gut, die hast du lange nicht gesehen, wie gesagt, ihr seid eine Dreife. Aber jetzt langsam siehst du so durch die Bäume hindurch, dass da hinten Licht ist. Ja. Oh Gott sei Dank. Oh, da ist jemand da, vielleicht haben die auch ein Telefon. Licht am Ende des Tunnels. Aber hieß es nicht, hat er nicht gesagt, hier der Hillbilly, die Mühle wäre verlassen? Hat er das? Er hat gesagt. Hat er nicht nur gesagt, an der Mühle links? Ich habe denen nicht so zugehört. Ich war so angewidert von diesem Tabakgerotze. Er hat gesagt, am Sägewerk links und dann kommt ihr zu einer verlassenen Mühle und da auch wieder links. Hat er nicht gesagt, bloß nicht in die Mühle reingehen? Nein, hat er nicht gesagt. Jay, hör auf damit jetzt! Vorsicht, Bob. Du sollst aufhören. Naja, ist ja auch egal. Ich meine. Jetzt gehen wir hin. Da ist doch Licht. Licht ist gut. Licht ist doch gut. Das wird ja nicht umsonst. Schneller. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er verlassen gesagt hat. Ich bin mir sicher, hat verlassen gesagt, aber ist ja auch egal. Kommt zu einem Gebäude, das keine Mühle ist. Also es ist so eine Wassermühle, also es ist ein Mühlrad an der Seite dran. Es ist keine Windmühle, sondern eine Wassermühle. Bewegt es sich? Ja, das bewegt sich, das Rad. Ist relativ groß, das Gebäude, viel größer, als ihr es erwartet hattet. Ja, tatsächlich. Es stehen drei Wohnwagen davor. Hm. Dazwischen ist so ein Lagerfeuer an. Bei diesen Wohnwagen in der Mühle ist auch ein bisschen Licht an. Ihr hört so ein das leise Brummen eines Dieselgenerators, der das gerade mit Strom versorgt. Oh, Kacke. Leute, seid leise. Was? Für alle, die es nicht gehört haben. Vielleicht sollten die nicht erwischt werden beim Alkoholbrand. Als Ärger. Dann kaufe ich ihnen einfach was ab. Ist doch kein Problem. Hat sie recht. Also zuerst wollte ich ja auf jeden Fall fragen, ob wir telefonieren können. Aber wenn die was Illegales hier machen, dann kriegen wir richtig Ärger. Wir gehen nicht zurück zum Sägewerk jetzt. Nein, das ich meine doch einfach nur, dass wir jetzt links abbiegen und zwar leise. Okay. Okay. Also es geht gerade kein Weg links ab. Was? Aber wir sind bei der Mühle. Aber es geht kein Weg links ab. Ich biege jetzt links ab. Das wäre aber mitten, also es wäre wirklich vom Weg ab. Okay, aber links und dann einfach in den tiefen muss es wieder zu dem Wald gehen, von Kentucky. Okay. Also die ist direkt an dem Weg sozusagen gelegen noch. Ja. Es geht weiter geradeaus sozusagen. Ja, müsstet ihr gucken. Also wahrscheinlich durch das Mühlengelände durch. Das heißt, wir könnten vorher links und das Ding umgehen. Ja, sollten wir machen. Wir suchen uns durch den Wald, um die Mühle drumherum zu schleichen. Aber jetzt nicht. Haben wir denn irgendwen schon gesehen? Ja. Was ihr gesehen habt, habe ich euch beschrieben. Hört ein bisschen leise Musik. Mach mal Licht aus. Das ist bestimmt der Reverend. Nein. Jetzt, wo du sagst, ist Gospelmusik, die du hörst. Mhm. Preise den Herrn. Okay, vielleicht habe ich ein ganz mieses Gefühl. Ja, aber du erzählst auch die ganze Zeit schon Horrorgeschichten. Vielleicht ja, ist das kein auch totaler Wunder. Quatsch. Und wir können einfach mal hingehen. Ich bin jetzt auch ein bisschen verstört von den ganzen Geschichten und es ist dunkel und ich finde es hier einfach aber cool. Der in der Sägemühle, der hat doch ein bisschen Schiss vom Reverend. Also scheint kein so angenehmer zu sein, selbst wenn es der ist.
Naja, schien ja auch ein bisschen... Jay, geh du doch mal. Nein. Komm, du bist ein Kerl. Doch, du kannst hingehen und fragen. Gut. Los, Bob, komm mit. Willst du bei den Mädels hier allein lassen? Ja, natürlich. Wir bleiben hier ein bisschen, wir gucken. Ah, okay. Komm, wir gehen mal vorgucken. Weißt, was das für Typen? Stell dich nicht so an, Bob. Naja. Also ihr geht... Mein Mann Gottes. Ja, genau. Was soll schon schief? Preise den Herrn. Wir gehen mal gucken. Also, ich bin allerdings auch ein bisschen vorsichtig geworden. Versteckt. Also ich polter also, jetzt auch nicht rein. Ja, du hast so die Mischung aus Vorsicht, Macho-Gehabe und Alkohol. Also du kannst... Okay, wir gehen rein. Du hast zwar Schiss, aber um Himmels Willen, das kannst du doch... Vor Bob? Ja. Nee, vor Bob habe ich keinen Schiss. Nein, vor Bob zeigen, dass du Schiss hast. Nein, deswegen schicke ich ja auch Bob vor, dann sieht er es nicht. Okay, alles klar. Also, unsere beiden tapferen Kerle gehen auf die Wohnwagen zu. Ja. Das ist viel stärker. Wir bleiben hier. Hm? Meine Oma, komm ein Stück zurück. Ja, zwischen die Bäume. Je näher wir kommen, desto langsamer laufe ich. Okay. Mhm. Das heißt, du hast ihn irgendwann überholt. Hast du es gar nicht so sehr gemerkt. Hast du schubst ihn nach vorne? Ja. Was? Geh schon, Bob. Stell dich nicht so an. Ich glaube, da versuche ich gegen anzudrücken. Ja? Okay, wie doll möchtest du ihn nach vorne schubsen? Nein, ich... Mann, du... Freunden unterwegs. Ehrlich. Okay, ich schubse ihn beiseite. Also hier so, komm. Ich gehe gucken. Alles klar. Gehst du zwischen zwei Wohnwagen durch. Mhm. Und du siehst, er geht da durch. Du springst zur Seite, als plötzlich direkt neben dir ein unglaublicher Hund anfängt, so 2 Meter auf dich zuzurennen, zu kläffen und zu bellen in einer abgefahrenen Lautstärke, sich dann nach vorne stürzt und mit so einem Schink in der Kette hängen bleibt, an der er festgemacht ist. Oh. Na komm! Ich guck. Jemand kommt aus dem Wohnwagen raus. Hey, Rocky! Aus! Genau, Rocky! Ein Typ mit einem weißen Oberhemd, schwarze Lederhose an, Bikerstiefel und so eine Weste drüber und so ein Stehkragen tatsächlich. Mhm. Sonnenbrille, so eine Sonnenbrille mit gelben Gläsern. Das ist nachts immer gut. Nach hinten gegelten Haaren und hat so eine Kette mit so einem Kreuz umhängen. Kommt halt raus. Mehr kannst du von ihm noch nicht erkennen. Nabend. Nabend. Na, was für ein Glück, dass wir hier jemanden finden. Halleluja. Halleluja, der Herr sei gepriesen. Ah, noch einer. Achso, ich dachte... Ja. Komm doch mal ins Licht. Komm ins Licht. Komm ins Licht, Bob. Unser Auto ist liegen geblieben. Das nicht gut. Das nicht gut. Auf dem Weg vom Sägeweg hierher. Wir versuchen, diese Hauptstraße zu umfahren, die blockiert ist. Ha! Wir müssen dringend auf eine Hochzeit und Sie wissen, wie wichtig Hochzeiten eigentlich sind. Familie ist einer der wichtigsten Kommt Werte, die immer es gibt. Immer an erster Stelle und die Freunde. Die darf man nicht im Stich lassen. Wir sind auf dem Weg dahin, aber unser Auto ist liegen geblieben, die Straße ist gesperrt, wir sind hungrig, wir sind müde, uns tun die Beine weh und wir kommen hier einfach nicht weg. Erste Problem zuerst. Ihr seid hungrig. Der Herr spricht. Die Hungrigen sollen zu mir kommen und ich werde sie speisen. Ihr bekommt erstmal was zu essen, Jungs. Sehr gut. Aber ich muss gestehen, wir sind nicht allein. Wir sind zu viert. Und wo sind die anderen Jungs? Die hole ich jetzt. Ha, alles klar. Bob, komm mal mit. Er legt dir den Arm um die Schulter. Ich gehe die Mädchen holen. Geht so ein Stückchen weiter mit dir. Da steht so eine Biertischgarnitur. mit so gezimmerten Bänken außenrum. Als er dich dann führt und näher an dich rankommst, bemerkst du, dass unter diesem Stehkragenhemd, der also wirklich bis oben hin den Hals tätowiert hat, siehst auch aus dem Ärmel noch die Tattoos rauskommen. An der Seite hier oben steht White Pride und auf der anderen Seite United in God. Oh, ein Sympath. Nimm erstmal Platz. Ich
glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben keinen Appetit. Maggie Sue! So. Keine Antwort. Diese Schlampe. Geht zum nächsten Wohnwagen, haut auf die Tür. Maggie Sue! Was denn? Mach mal was zu essen für unsere Gäste. Wir haben Gäste? Rede ich Spanisch oder was? Ja, ich mach was, danke. Ich beeil mich. Ja, weiß ich. Dann setz dich. Weiber. Ah. Setz dich zu dir. Komm, die sind ganz okay da drüben. Der Bob hat sich schon angefreundet, die werden uns helfen. Ich habe echt gute Vibrations. Komm, lasst uns mal rübergehen. Echt jetzt? Ja, ist natürlich. Ist der Reverend von dem, der... Was weiß denn ich? Aber er faselt was vom Verspeisen und Gott. Also das wird super. Ja. Bist du dir sicher? Ich habe gesagt, wir haben Hunger, wir sind müde, wir kommen hier nicht weg, unser Auto ist kaputt. Und er sagt eins nach dem anderen, jetzt wird erstmal was gegessen. Das ist doch super. Bist du sicher? Lass Hast du eine bessere geht? Idee? Naja, Hauptsache, du bist sicher. Ja, natürlich. Okay. Bob ist gleich da geblieben. Sie sind schon dicke Freunde. Okay. Mhm. Maggie Sue kommt aus dem Wohnwagen raus, hat so einen Top an, leicht fettige Haare, Hot Pants und Cowboy-Stiefel, weiße Cowboy-Stiefel mit Straßennieten drauf. Guten Abend. Guten Abend. Ich mache eben was. Das ist sehr nett. Ja. Dankeschön. Gern, die haben daneben so eine Camp-Küche oder sowas, tatsächlich mit einem Kühlschrank, den sie ja aufgestellt haben. Fängt an, Sachen für Sandwiches und so rauszuholen und stellt eine Pfanne auf und holt Eier. In dem Augenblick kommt ihr auch. Abend. Jetzt sind wir vollständig. Abend. Ihr seid also die Jungs, wollt's mich überraschen, ne? Naja. Na, Abend. Ich bin der Reverend. Ja. Hi. Ich bin Maggie. Hi, Maggie. Und du bist? Wiona? Du bist Bob. Und du bist? Ich bin Jay. Jay. Mhm. Bob und Jay? Ja. Jay und Bob? Echt jetzt? Echt jetzt. Schon immer gewesen. Und vor den anderen? Na klar. Haben die sich das von euch abgeguckt? Wahrscheinlich. Echt jetzt? Ich hol das Handy raus. Haben wir Empfang? Ne, sowas von keinem. Da muss man echt aufpassen, ne? Also es ist... Ja. Identitätsdiebstahl. Ja, aber ja. Du weißt ja, die kleinen Leute werden nicht gehört. Nie! Ist vielleicht auch einfach nur eine liebevolle Hommage. Also. Was? Hat er gerade Homo gesagt? Aber dann ist ihm nicht übel. Das ist mir so rausgerutscht. Kann passieren. Tourette. Wird das Essen bald mal fertig da hinten? Ja, ja, sofort! Haut Eier in die Pfanne, macht Rührei. Sind hier noch andere Leute? Ein Telefon. Ein Telefon? Dass wir einen Abschlepper holen, rufen können für unseren... Kümmere ich mich drum. Guck mal so rum. Es sind ja drei Wohnwegen hier, oder? Ja. Es ist in allen Licht gerade. Zumindest und in dem Gebäude ist auch noch Licht. Keiner sonst da? Irgendwie? Jetzt gerade keiner. Drei Wohnwagen für zwei Leute? Nee. Nee? Ist aber hier so still. Ja, wohnt schon eine andere hier. Ein paar sind aber gerade noch im Wald unterwegs. Ach so. Ah, okay. Ja. Hm. Die kommen gleich. Ich stehe mal auf und gehe zu. Wie hat er sie gerufen? Habe ich mitbekommen? Maggie Sue. Ja. Kann ich dir helfen? Nee, das geht schon. Ja? Sicher. Du kannst mir den Bacon reichen. Ja. Ja. Ist ja abgefahren hier draußen so. Ja, aber der Reverend passt auf uns auf. Ja? Ja, ist ganz cool eigentlich. Ja? Okay. Ja. Dir cool, fällt dann auch bei ihr diese Kette mit dem Hakenkreuz. Also sie hat so eine silberne Kette um. Hm. Hängt so ein Hakenkreuz dran, fällt ihr auf. Schön. Ja. Was ist denn hier draußen? Ich sag mal, es ist ja... Wir leben hier. Ja, man kann schlechter leben. Ja, aber viel. Aber ihr habt kein Handyempfang, ne? Mit dem Handy werden bloß deine Gedanken kontrolliert, sagt der Reverend. Die Handystrahlung, das ist, die Regierung macht es. Da hat er wahrscheinlich sogar ein bisschen recht, also ja. Ja. Ich steck's ja mal lieber weg, hä? Huh? Wir haben noch eine größere Niederlassung hier in der Nähe, aber. Ja. Aber, Maggie Sue! Ja, Reverend? Du sollst kochen und nicht reden. Oh, ja, sorry, Rev.
Weiber. Hm. Ja. Sicher, dass der nett ist, ja? Der ist voll in Ordnung. Ja, okay. Ja. Früher war schlimmer. Ja? Ja. Was waren früher? Nee, ich habe in Lexington gearbeitet. Ja, wir kommen daher. Echt? Ja, ja. Okay, was machst du so? Dagel-Design und so. Cool. Cool, oder? Guck mal. Die sehen toll aus. Da kannst du meine auch irgendwann machen. Also sie kümmert sich ein bisschen drum, hat Dreck unter den Fingernägeln. Ja, aber ich glaube, wir bleiben nicht so lang. Aber wenn du mal nach Lexington kommst... Nee, da komme ich nicht mehr hin. Naja, so weit weg ist es nicht. Na, aber ich glaube, dass mein Zuhälter das nicht so cool findet. Ich bin von dem abgehauen. Ja. Und der Reverend hat mich aufgenommen, so wie er uns alle aufgenommen hat. Halleluja vom Reverend. Halleluja. 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 Hallo Julia. Tja. Und was macht ihr hier? So eine Hochzeit unterwegs? Mhm. Ich fürchte, ich muss euch sagen, dass ihr heute Nacht wahrscheinlich nicht mehr weiterkommt. Ja, wir wollten nach Sandy Hook. Sandy Hook, so weit ist es nicht. Ja. Aber zum Laufen ein bisschen zu weit. Ja. Aber wenn meine Jungs wiederkommen, dann kann einer von euch auch euch nach Sandy Hook fahren. Das wäre super. Das können wir schon machen. Cool. Ich guck mal, stehen hier irgendwie. Kann aber dauern. Was machen die denn? Sind die jagen? Ja. Wir sind unterwegs. Okay. Wer es nimmt. Können wir auf Fahrbahn werfen. Aber wie gesagt, also ich glaube, die kommen erst im Morgengrauen wieder. Oh je, um 11 Uhr müssten wir da sein. Ansonsten müssten wir vielleicht doch weiterlaufen. Zunächst. Jetzt da vorne denn links? Man hat uns gesagt, da vorne geht irgendwann links der Abzweig wieder zur Hauptstraße. Er war mal. Es ist viele Jahre her, dass da noch ein Weg war. Das ist komplett wieder zugewachsen inzwischen. Deswegen sind wir ja hier hinten, weißt du? Hier haben wir unsere Ruhe. Achso, es geht nur die Strecke zurück sozusagen. Auf die. Ja? Ja. Also in die Richtung geht gar nicht mehr weiter. Nee. Da, wo ihr Buddy getroffen habt. Ja. Aber ich habe dem für einen Benzinkanister 50 hat er erzählt. Gegeben, ne? Okay. Hat er erzählt. Das war fair. Wie ist der denn so schnell an uns vorbeigekommen? Funk? Funk? Ja. Funk. So schnell rennen kann Buddy jetzt nicht. Ja. Guck dir in die Augen, sieht deine Stecknadelpupillen. Okay. Ja. Ja, ich habe hier von so einem freundlichen Kollegen mir was zu trinken bestellt und es war gut. Ah, was bin ich für ein Gast hier? Wollt ihr was zu trinken haben? Na klar. Ja, gerne. Bierchen? Ja, gerne. Ja? Alles klar. Muss ja heute keiner mehr fahren, scheinbar. Dann geht er weg, macht so eine Kühlbox auf, holt irgendwie zwei Sixpacks raus, stellt sie ein. Bedient euch. Dankeschön. Danke. Ihr seid willkommen im Hause des Herrn. Halleluja. 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 Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch in einem von den Wagen dann pennen heute Nacht. Wie gesagt, ihr wollt ja sicher nicht die ganze Nacht aufbleiben. Ich habe ein bisschen Angst, deswegen drehe ich den nicht auf. Ja, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Den hintersten Wagen könnt ihr nehmen. Das ist ja total nett, ja, danke. Wir sind gastfreundliche Menschen, weißt du? Für gute Amerikaner. Gott vergelt's. Ja. Ich trinke mein Bier. Und kurz danach kommt dann noch Essen. Ja. Also es gibt Sandwiches und Rührei und was weiß ich was. Danke, super lieb. Und du bist Nageldesignerin, ja? Ja. Und ihr so? Krankenschwester. Ha! Praktisch. Hm. Ich bin der Coach. Du bist der Coach? Ja. Von der Fußballmannschaft. Ja, ist richtig gut. Football-Coach. Ja. Hab früher eher Baseball gespielt. Ist auch cool. Ich hab einen guten Arm. Du hast einen guten Schlag. Ja. Mhm. Das sieht man dir auch direkt an. Wart mal. Geht in seinen Wagen, kommt dann mit so einem Baseballschläger raus. So ein Alu-Baseballschläger.
also mit tatsächlich Messingfarbe, also zum Teil vergoldet ist, mhm, und vorne auf der Spitze so einen Totenkopf drauf hat. Also man kein Stacheldraht drum gewickelt. Nee, ist das ist auch kein Stacheldraht drum. Bleiben doch die Beine dranhängen. Ja. Nimmt so eine Bierdose. Mhm. Schlägt die tatsächlich über das Dach drüber weg. Schmuckstück. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Gelernt ist gelernt, was? Ja. Man muss nur die richtigen Übungsobjekte haben. Mhm. Ja. Und du? Ich bin Ingenieur. Ingenieur. Er schraubt an Autos. Ja. Cool. Bist du gut? Bisschen, ja. Komm mit. Mhm. Er geht mit dir zu der Lagerhalle. Mach die Tür auf und erstmal den Nerd verkloppen. Zeigt dir so eine Apparatur, die da steht. Mhm. Erstmal überlegst du, was das ist, was die da genau machen. Dann siehst du, das so eine Pumpenapparatur. Du siehst dann eben noch Behälter mit Chemikalien rumstehen. Die Pumpe macht uns Schwierigkeiten. Mhm. Kann ich ungefähr erahnen, was damit gepumpt wird? Also es ist Schwarzbrennerei im Prinzip wahrscheinlich. Nee, also nach den Chemikalien, also ich weiß nicht, du kennst dich mit Dope aus. Ja. Aber die Chemikalien, die da stehen, haben jetzt nichts mit Alkohol zu tun. Ja. Okay. Aber du siehst dann eben so eine Wanne stehen, so eine Entfernung, wo irgend so eine Flüssigkeit drin ist, die angefangen hat zu kristallisieren, mhm, wo man so, mhm, in diesem Becken Kristalle züchtet. Ja, okay. Kann damit natürlich nicht viel anfangen, findet es eigentlich auch nicht so gut. Frage ist, ob er da über seinen Schatten springen kann. Kriegst du die Pumpe hin? Kannst mir mal angucken. Ja, mach doch mal. Oh, ich fang da mal so ein bisschen. Willst du sie wirklich reparieren, oder? Inwiefern kann ich... Also zum einen muss ich natürlich den Mut aufbringen. Aber ich weiß ja... Du magst ja so, chemische Drogen ist ja ganz furchtbar, das weiß ich. Deswegen, vielleicht kann ich beeindrucken, indem ich das manipuliere. Oh, ich fände es total nett, wenn wir hier wegkommen und wenn du das reparierst. Du möchtest es, aber das kann sie dir gerade nicht sagen. Ja, klar, aber in meiner Welt bin ich jetzt der Held, wenn ich das mache. Ja, das heißt, du möchtest das manipulieren. Ja. So, dass er es nicht merkt. So, dass es ganz wirkt, aber kaputt geht. Ja, das kann ja schon eine Zeit lang, laufen, aber irgendwann, weißt du, dann... Okay, du bist ziemlich stoned, hast Angst wie Hulle vor diesem Typen, der hinter dir steht. Ja, und dann weiß ich halt nicht, ob ich wirklich den Held spielen soll. Zitternden Händen, ne, jetzt hast du dich entschieden, was du machen möchtest. Also im Nachhinein ändern geht nicht. Aber mit zitternden Händen versuchst du für... zwei von denen, direkt unter den Augen des Reverends, diese Maschine so zu manipulieren, dass er das nicht merkt. Okay. Dann gucken wir doch mal. Die sind aber lange nicht weg schon, oder? Das war der erste. Ja, wieso nimmt ihr immer auf der Seite die Steine raus? Das ist doch total verrückt. Ja, weil ich da so gut drankomme. So, da hinten ist ja noch eigentlich alles voll. Aber pass auf, dass du gut in der Kamera bist. Oh. Okay. Du bastelst da dann rum tatsächlich so. Und du schaffst es tatsächlich, das ist ja eine Pumpe, da ist ja so eine Ölpumpe mit dran. Mhm. Und du schaffst das so zu machen, dass der Ölkanister leicht undicht ist. Das heißt, je länger das läuft, wird das Ding irgendwann einen Kolbenfresser in der Pumpe bekommen. Mhm. Aber im Moment läuft. Ja. Mensch, Bob! Bob, der Baumeister! So hat mich noch keiner genannt. Ein kreativer Mensch! Ja. Gepriesen sei der Herr. Sehr gut. Die ist schon seit 2 Wochen kaputt. Und keiner von meinen Pfeifen konnte die reparieren. Tja. Jemanden wie dich könnten wir hier gebrauchen. Wirklich. Schön, lass mal wieder rausgehen.
Die beiden waren tatsächlich relativ lange da drin. Mhm. Und ihr seid draußen mit Mary Sue? Maggie Sue? Maggie Sue? Eine Maggie Sue. So, schön. Ja. Und sonst so? Ihr kriegt hier nicht so oft Besuch, oder? Nee. Bist du hier die einzige Frau? Also manchmal. Nee. Nee. Sind noch ein paar mehr. Sind die auch unterwegs? Ja. Ja. Und was macht ihr hier so, wenn ihr unterwegs seid? Geht hier irgendwas? Naja, wir arbeiten halt, ne? Im Sägewerk. Auch, ja. Mhm. Und jagen und so. Mhm. Was kann man denn hier jagen? Hirsche zum Beispiel und Wildschweine. Mhm. Cool. Klingt gut. Ja. So schön autonom das Leben und so. Ja. Ja, keiner geht an. Wir sind weg von der Regierung. Mhm. Das, ja, die nervt ja auch nur. Ja, das geht nicht. Ja. Also sie machen Amerika kaputt. Unbedingt. Aber irgendwann übernimmt der Reverend alles. Irgendwann wird der Reverend und wir gehen nach Washington und dann übernehmen wir das ja alles. Mhm. Hm? Ich will hier nicht übernachten. Ja, müssen wir ja nicht. Wir müssen zu dieser Hochzeit kommen. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Also okay. Eigentlich wollten wir ja nicht. Aber der hier Reverend sein. Hat doch gesagt, ihr werdet morgen fahren. Dann seid ihr um 11 da. Wenn er das sagt, dann ist das so. Wenn der Reverend das sagt. Aber er sagt auch, die sind die ganze Nacht unterwegs. Nee, aber die kommen doch irgendwann morgens wieder. Sicher? Klar. Habt ihr nicht noch ein Auto hier, was wir uns ausleihen könnten? Gegen Bezahlung natürlich. Dann müsst ihr den Reverend, also es gibt noch eins, aber müsst ihr den Reverend fragen. Ja, frag doch mal den Reverend. In dem Augenblick kommen Bob und der Reverend wieder aus der Mühle heraus. Er hat so... Ich bin ein bisschen stolz, ja. Aber nur ein bisschen. Ey, Pumpe repariert, ein Teufelskerl. Ja, der Bob ist gut. Ja. Der Beste. Und ihr gehört zusammen? Ja. Ja, ja schon seit der Highschool noch. Wir auch. Ah. Mhm. Ihr auch? Ja. Okay. Ja. Und wir fahren auch zu Highschool-Freunden auf die Hochzeit. Hast Buddy so ein bisschen den Kopf verdreht, hä? Naja, ich hab das Benzin gebraucht. Ah, so eine Bisse doch nicht, oder? Hä? Naja, aber er hat mir leid getan. Ja. Und eine gute Hoffnung ist doch besser als nix. Eben. Ja. Hoffnung ist wichtig im Leben, Leute. Mhm. Halleluja. Hoffnung ist wichtig. Apropos Hoffnung, Reverend. Wir haben gehofft, dass wir dein Auto leihen könnten. Kann ich nicht machen. Du bringst sie auch wieder. Ja. Wir gibt bezahlen ein paar auch Sachen dafür. Und du wirst es verstehen. Du bist ein Kerl. Ja. Du bist der Coach. Erzähl. Es gibt ein paar Sachen, die verleiten man nicht. Seine Frau, seine Knarre und sein Auto. Tja, schade. Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Was denn? Irgendwas, was nicht das Auto wäre. Halt. Das hast du gemeint. Hm. Dein Wohnwagen. Warum denn meinen Wohnwagen? Dann hätten wir das Auto bekommen. Oder den Baseballschläger zum Beispiel. Den Baseballschläger? Der bedeutet dir doch bestimmt was, den verleiht man doch auch nicht. Ja. Was meinst du damit? Ihr habt es auf jeden Fall... Wir haben gehofft und Hoffnung ist ja... Oh, alles klar. Ja, aber kann ich nicht machen. Also wie viele Kilometer sind das, wenn wir jetzt loslaufen? Ihr müsst halt den ganzen Weg wieder zurück zum Sägewerk. Kommen wir dann durch? Weil die Straße ist ja blockiert. Gibt es noch einen anderen Weg? Wir können die Jungs wieder frei machen morgen. Das kriegen wir hin. Cool. Hm. Nehmen wir einen von den Harvestern aus dem Sägewerk. Die können wir dafür da, um Stämme zu schleppen. Mhm. Macht irgendwie Sinn, ja. Traust uns doch, oder? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Hast du noch was zu trinken? Sicher, klar. Perfekt. Was für ein Mann oder ein Bier?
Was für ein Mann. Alles klar. Natürlich. Jo, Bob, was ist mit dir? Ich nehme ein Bier. Hm. Alles klar. Jay, könntest du bitte nicht so viel saufen? Geht dann zu seinem Wohnwagen. Ich will den Referent nicht verärgern. Holt dann auch so ein Einmachglas raus. Das scheint normal zu sein. Aber diesmal mit einer dunklen Flüssigkeit. Es wird ja auch mal das Zeit für Abwechslung. Gute Zeugs. Ja. Das gute Zeugs. Macht Teil auf, stellt so Whiskygläser hin. 5 Stück. Mhm. Und schüttet jedem von euch und sich selbst ein Glas ein. Geht aufs Haus. Danke. Ja, für meine guten Freunde. Ja. Jawohl, ich versuche das hinter mich zu schütteln. Sind wir doch draußen? Machst du? Sind wir draußen noch? Oder ja, klar. Ja, wenn er nicht guckt, gerade wenn er ihm zuprostet, dann... Alles klar, einer. Alter, ich trinke das doch nicht, das ist ekelhaft. Ich? Tu das nicht? Danke. Warum denn schon wieder an der Stelle? Immer an der... Ihr könnt das doch nicht... Du darfst außen rumgehen. Stoß da ja nicht an den... Sie schafft es, sich zu blenden. Sie... Oh, das war... Das war ich nicht, oder? Nein, das war ich. Und das war nicht der Jenga-Turm. Na, du meinst der... Der Wackelturm. Wird es gebiebt? Nö. Hier wird nichts gebiebt. Das sieht nicht aus. Alles klar. Ich höre noch rein, er geht nicht. Du, ich mache jetzt nichts mehr. Sehr unauffällig. Sehr unauffällig kippst du den Whisky hinter dich. Es bemerkt tatsächlich weder Mary Sue noch der Reverend bemerken das. Die anderen drei trinken? Ich trinke den. Ich trinke auch noch einen mit seinem Mund. Also, jetzt. Bei dir wird es echt schwierig langsam. So Hand-Augen-Koordination ist den nicht Mund mehr dein noch zu treffen. Nee, das kriegst du noch hin, aber ansonsten Schade. Ist Hand-Augen-Koordination gerade nicht mehr so dein Ding. Und du findest eigentlich, Schlafen. Hier pennen ist gar nicht so verkehrt. Ja. Oh, komm, lass uns doch mal hinlegen langsam. Können wir den Wohnwagen da hinten wirklich? Ja, sicher. Ja, cool. Und glaubst du, ich lüge? Nein. Ja, dann. Ich nur noch mal sicher gehen, die Gastfreundschaft nicht ausnutzen. Du bist so ein guter Mann. Ich weiß. Kommt ihr auch? Natürlich. Dann bis morgen. Ich nehme dich mal an die Hand. Nimm dich mal Reverend. An die Hand. Sehr gerne. Ich nehm Jay an die Gute Hand. Gute Nacht, Maggie Sue. Nacht. Gute Nacht. Und dann geht ihr in den Wohnwagen. Ich hab gesagt, du sollst jetzt nachts in die Hand. Ich wollte den Referent nicht verärgern. Mensch. Ich hätte ja gesagt, ich bleib wach, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ihr seid in dem Wohnwagen drin. Der ist okay. Also es ist halt jetzt kein Hotel und es ist nicht mega sauber, aber ihr schlaft doch nicht mit Kakerlaken zusammen. Es ist okay. Die Bilder an der Wand, die sind halt nicht so das, was man... Holzfäller-Magazin. Nee, eher politischer Hintergrund. Oh. Mhm. Also es hängt auch so eine Nazi-Fahne an einer Seite, komplett an der Wand. Ich bin ein bisschen froh, dass wir nicht ins Schema fallen, gerade Kinder. Mhm. Nochmal Glück gehabt. Muss auch Glück haben. Bob. So unangenehm hier. Warum musstest du die ganze Zeit, als wir hergelaufen sind, diese Horrorgeschichten erzählen? Sorry. Habe ich meinen Wagenheber? Habe ich noch. Ja, den habe ich mir vorhin in... Hast du den noch? Ich habe den weggeschmissen. Der ist im Rucksack von Bob. Ja. Den lege ich mir mal so griffbereit. Mhm. Kein Problem. Sicher ist sicher. Ja. Eine gute Idee. Gut. So was mache ich auch. Wollt ihr dann meinen Wagenheber schlafen? Wagenheber. Also du schläfst relativ schnell ein. Du legst dich aufs Bett. Mit dem Wagenheber, den natürlich. Es geht super schnell. Oh, Reinona, wie erträgst du das? Ich habe ihm schon immer gesagt, er soll nicht so viel saufen, Mann. Na, wenigstens schläfst du dich auch schnell ein. Du bist noch wach? Die beiden Mädels, ihr habt nicht vor zu schlafen? Wollt ihr schlafen? Ich habe nicht vor zu schlafen, aber wenn ich einschlafe... Die Frage ist, legst du dich hin? Naja, ich setze mich irgendwo hin und lehne mich da so ein bisschen an. Und okay. Ja, ich kann nicht schlafen. Ich bin mega gespukt. Ich habe nur eine Decke umgewickelt und sitze auf der Kante. Ja. Ich setze mich mit dem Schraubenschlüssel vor die Tür. Also ja. Direkt am Anfang. Du sitzt quasi, da ist ja diese Sitzgruppe direkt an dem Fenster. Mhm.
Oh nein. Und kannst halt rausgucken. Oh, wer will das denn? So, die erste halbe Stunde ist relativ ruhig. Dann siehst du, dass er und also der Reverend und Mary Sue gehen. Mary oder Maggie? Maggie Sue. Mhm. Ich bring's immer wieder durcheinander. Das ist, glaube ich, nicht so relevant. Die beiden gehen in die Mühle rein und machen kurz die Tür auf. Dann siehst du, dass da relativ viel Licht drin ist, mehr als eben. Irgendwie hat da drin jemand Licht angemacht und man hört Musik von drinnen, als sie da reingehen. So, wow. Kirchliche Musik. Also mehrere Leute auch, die singen. Warum wurden wir den anderen nicht vorgestellt, wenn die anderen ja hier sind? Bin dafür. Wir versuchen sie jetzt gerade da drin am Berghansen rauszuschleichen und abzuhauen. Als wenn der Hund wieder anschlägt. Also es sind so Kirchenlieder. In erster Linie weibliche Stimmen, die singen. Außerdem kriegen wir Jackson doch nicht mehr wach hier. Ich schlafe. Meinst du, das sind Leute, die da singen, oder ist das Musik? Was macht das wach? Nein. Das betäubt er. Weiß ich nicht, ist das so? Ja, es ist Morphium im Prinzip. Also wisst ihr das nicht? Stimmt, wir wissen das. Was nimmt er denn? Ach. Von wem kriegst du das? Eigentlich ist es nur offenes Geheimnis. Ja. Eigentlich hast du es allen erzählt. Ne? Ja. Hm, schon klar. Ja, weil du machst dir Sorgen, weil er immer viel Oxy nimmt und du hast so schlimme Sachen. Ich muss mal fragen, ob das schlimm sein kann auf Dauer. Ja, und dann beschwerst du dich wegen dem bisschen Alkohol. Ja, weil Mac gesagt hat, Alkohol und Oxy geht gar nicht. Ist das Riechsalz? Nein. Aber kaltes Wasser und ein paar Ohrfeigen können funktionieren. Ich würde mich bereit erklären. Ich schlafe. Winona, wie siehst du das denn? Was? Offensichtlich sind hier noch mehr Leute als nur die zwei. Du warst gerade so ein bisschen weggedämmert, deswegen hattest du nichts gehört. Was? Wir überlegen, ob wir nicht besser uns Richtung Straße selber davon schleichen. Jetzt ist es auch zu spät, jetzt können wir es auch aussitzen. Wie viel Uhr ist denn? 3 Uhr. Na komm. Komm, 3 Stunden noch, das schaffen wir. Wir fallen nicht ins Schema. Wenn er politisch unkorrekte Sachen sagt, nicken wir und dann lassen wir uns morgen fahren. Einfach nicht auffallen. Nicht auffallen. Ja, ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwie keine Zeugen haben wollen. Zeugen für was denn? Ich weiß gar nichts. Für was denn Zeugen? Dafür, dass sie hier wohnen? Ja, die stellen da ein bisschen Crystal Meth her in der. Warum sagst du das denn jetzt? Jetzt bin ich doch Zeuge. Mensch, Bob! Verdammt, es tut mir leid. Das wollte ich gar nicht wissen. Frag doch das nächste Mal, ob ihr was wissen wollt. Was denn, du hast die Pumpe repariert für dieses Mistzeug? Wir werden schon noch eine Überraschung erleben. Was hast du gemacht, Bob? Ja, die Pumpe wird eine Zeit lang halten. Wenn die auf Mist. So eine Zeit lang wie das Auto da vorhin? Sind die unberechenbar? Länger. Wie viel länger? Lang genug. Sicher? Wenn du mich jetzt so fragst, werde ich unsicher. Was soll ich machen? Oh mein Gott. Oh. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl. Jay, wach auf. Wach auf. Hey. Jay. Ja, kann ich noch was sehen? Oder ist die Tür wieder zu? Nö, die Tür steht ein Stückchen offen. Sehe ich da drin jemand oder höre ich nur die Gesichter? Wir müssen ein bisschen näher ran. Wir uns jetzt rausschleichen. Die sind gerade in die Mühle gegangen. Ja, und? Das ist ja hell, ne? Das dürfen sie doch. Sonst irgendeine Bewegung drumherum jemals gewesen? Gar nichts. Ich glaube, der Hund pennt inzwischen auch. Glaubt ihr? Soll ich mal versuchen, zur Mühle zu schleichen? Oh Gott. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall, vor allem nicht allein. Oh nein, du bleibst hier drin. Wir bleiben hier drin. Was machen die denn da drin? Das gibt's doch gar nicht. Da sind noch lauter Leute drin. Ja, lass sie doch singen, die haben Spaß. Ist doch egal. Mitten in der Nacht? Nicht so laut diskutieren. Wer weiß, wer da draußen rumrennt und zuhört. Na ja, dann reden wir darüber, dass sie schön singen. Mann, ey, der Typ pennt schon wieder. Der ist dazu überhaupt nichts zu gebrauchen. Ja, lass ihn halt pennen. Ihr hört draußen einen Motor. Oh, was für ein Motor? Kettensäge eher, oder? Motorrad oder sowas. Ah, Motorrad ist zu klein. Ich hoffe, dass das ist dann tatsächlich ein Quad, das da hinfährt. Und Buddy sitzt drauf. Der vom Sägewerk. Na Gott sei Dank habe ich mich mit dem gut verstanden. Und der hält dann direkt vor der Tür zur Mühle an und geht auch rein. Lässt den Schlüssel schön stecken.
Oder hat er nur einen Knopf? Hast du nicht gesehen. Müsstest du nachgucken. Vielleicht sollten wir mal reingehen. Vielleicht erwarten sie, dass wir gottesfürchtig sind und beim Nein, Gottesdienst Nein, das hätten mitmachen. Sie doch gesagt. Dann hätten sie doch nicht gesagt, ja. Geht schlafen, sondern hätten gesagt, kommt mit in die Messe. Wir machen gar nichts. Wir sind nicht da. Nicht, wenn sie uns testen wollen. Einfach paranoid, Fanatiker, religiöse Fanatiker. Wir bleiben hier sitzen bis morgens früh. Es kann höchstens noch 3 Stunden sein. Wir nicken uns in freundlich und dann steigen wir in das Auto und fahren ein bisschen rein. Unbequem. Wenn wir... Hat sich ja bloß aufs Bett fallen lassen. Ist irgendwas unter mir? Ah. Zieh's raus. Du hast einen Oberarmknochen in der Hand. Oh! Jay, was ist das? Was das? Soll das denn? Moment. Wie gut sind meine Anatomiekenntnisse? Ist das von einem Menschen? Du guckst es dir an? Ja, denkst du schon. Okay, wir gehen langsam raus. Ich guck mal, ob da noch was anderes liegt. Ja, du machst die Decke zur Seite und siehst, dass die Matratze so in so ein bisschen ausgehöhlt ist. Liegt doch der Rest von dem Skelett drin. Ich übergebe mich. Das ist immer nur... Aber nur eins. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Du was? Warum hast du nichts gesagt? Hat er doch. Nonstop. Verdammt, guck dir das an. Ist das echt? Verdammt, sieht so aus. Die werden ja wohl kein Gummiskelett hier haben. Naja, vielleicht haben sie eine schräge Art von Humor. In den Wagen. Es ist mir egal, wir hören auf zu diskutieren. Du hörst auf zu kotzen, ihr seid leise und wir gehen jetzt hier raus. Sofort, raus hier. Wir müssen hier raus, die bringen uns um. Das Quad steht jetzt noch da draußen. Wie viele Leute kriegen wir auf einen Quad? Also zu viert sicher nicht. Das ist doch cool. Das ist halt wie so ein, wie so ein Motorrad. Zu, für vier. Zu zweit geht bestimmt, zu dritt, boah, muss man mit umgehen können. Das Auto vom Reverend, wo stand denn das? Das wisst ihr nicht, müsstet ihr suchen. Sind wir in einem das Auto vom Reverend oder einen Wohnwagen? Ich guck mir das Skelett nochmal an, das ist jetzt wirklich echt? Da ist drauf gekotzt. Was es machst du sieht dabei, so Nona? Echt aus. Da sind doch noch mehr Matratzen. Was ist da los? Nee, also, wolltest du den Rest des Wohnwagens ich will auch noch hier untersuchen? Raus. Ich will hier raus. Und zwar, stopp, durch das Fenster auf der anderen Seite gehen wir jetzt raus. Auf, jetzt. Also, du durchsuchst den Wagen weiter, während sie dahin, ihr geht jetzt hier raus, suchst den Rest und findest unter einem Bett, das heißt so ein Klappbett, was unter, wenn du es aufklappst, alles voll. Das ist frischer als das Skelett. Also ist auch schon ziemlich, ziemlich vertrocknet. Okay. Aber es ist noch Haut drüber. Kinder, wir checken aus. Ja. Ich mach das Fenster. Also wie gesagt, das ist, ihr denkt, also. Finde ich Waffen in diesem Wohnwagen irgendwo? Nein. Nee, klar. Zu Fuß durch den, naja, du findest ein Messer. Also so ein Obstschneider, also so ein Filetmesser. Ja, so ein Filetmesser. Achso, hätte ich gedacht. Ja, so zum, ne? So ein Filetiermesser findest du. Bevor wir jetzt da rausgehen, jetzt mal ernsthaft. Die schicken uns doch nicht in den Wohnwagen und glauben, dass wir die nicht finden, oder? Doch, deswegen. Wir sind tot. Wir gehen jetzt durch dieses rückwärtige Fenster. Aber wenn sie davon ausgehen, dann lachen sie sich gerade scheckig und warten darauf, dass wir hier schreiend rausrennen. Ja, durch die Vordertür. Deswegen gehen wir jetzt hinten durchs Fenster raus. Wir gehen jetzt hier raus. Wenn ja, wir hier drin bleiben, sind wir doch auf jeden Fall tot. Sitzen bleiben bringt nichts. Kann man. Das hätten wir es nicht gesehen. Kann man auf der Seite, wo die Tür ist, ist da ein Fenster, dass man rausgucken kann? Ja. Kann man irgendwen erkennen? Nee. Wir haben ja kein Licht mehr. Jetzt wir haben uns ja eigentlich schlafen gelegt. Nee, haben wir Licht? Wir haben ja Licht. Wie haben wir das gesehen, das Zeug? Oh Gott. Sieht man uns von außen auch sehr schön? Das ist ja immer sehr. Also, ihr habt ein bisschen Licht da drin an. Ich hatte ja gesagt, die Wohnwagen sind von innen. Ansonsten beleuchtet. Handy immer, ne? Aber es ist Gardinchen davor. So, ich fange doch in dem Zustand an, jetzt nicht aus dem Fenster zu klettern. Ja, natürlich! Ich glaube, adrenalinmäßig wirst du jetzt gerade sehr wach. Ja, ich nehme meine Tablette. Nein. Okay, du nimmst noch eine Oxy. Läuft. Ja, läuft. Kann ich auch eine haben? Hilft das? Na klar, hier. Ich nehme auch eine. Okay. Was denn? Was ist denn nicht in Ordnung mit euch? Was denn? Du müsst hier raus, hey, und das hilft. Das hilft gegen Schmerzen. Das stimmt. Es hilft gegen Schmerzen und ich werde gleich rennen. Wenn sie dir... Ja, und meine Knie sind halt nicht mehr die besten. Sie nicht mehr. Raus jetzt aus dem Fenster. Also, Messer dabei. Mhm. So, dass ich mich nicht verletze beim Rausklettern. Also ihr wollt auf der Rückseite von dem... Ja, ihr macht die Gardine zur Seite.
Da steht Buddy. Und bemerkt dann das Gitter, das vor das Fenster gemacht ist. Super. Nice. Also da rausklettern wird einigermaßen schwierig. Wir haben doch immer so Lüftungsschächte nach oben. Ich habe so eine Befürchtung. Ich gehe mal an die Tür. Außerdem siehst du, dass es nicht geschraubt, sondern geschweißt ist. Mhm. Ja, aber vielleicht. Ich gehe mal an die Tür und. Du machst die auf, ja. Geht die auf? Ja. Ich mach die Tür mal einen Spalt auf. Mhm. Gucke. Du hörst Kirchengesang von innerhalb des, der Mühle. Jay, mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu. Wollen wir jetzt hier raus, oder was? Jetzt mach erstmal die Tür wieder zu. Was machen wir denn jetzt? Ich lehne die Tür an. Noch irgendwelche anderen Türen oder so? Ihr denkt, wenn die bemerken, dass ihr weg seid und ihr zu Fuß geht, die kennen sich hier mit Sicherheit besser aus als ihr. Ja, die lassen den Hund los im Zweifelsfall. Die einzige Chance, die ihr seht, ist vielleicht dieses Auto. Ich denke auch. Haben wir das gesehen? Nee, ihr müsstet es suchen. Okay. Und was ist das? Ich habe so auf die Pumpe gestarrt, aber habe ich da noch ein Auto gesehen? Versuchst dich dran zu erinnern? Kannst du ein Auto kurz schließen im Zweifelsfall? Ja, klar. Im Schlaf. Oh, super. Oh. Ach ja. Versuch krampfhaft dran zu erinnern, ob du ein Auto gesehen hast. Was für Sehen muss man jetzt auch schon. Nein. Moment, ganz ruhig. Warum denkst du auch? Ich drehe meinen Kopf und mein Genick bricht. Ich kann sagen, platzt mir der Kopf dann oder was? Ich lass mir schon was einfallen. Da bin ich eigentlich jetzt gerade neugierig. Nein, jetzt noch nicht, bitte. Warum denn auf einen? Weil der so genauso stabil steht. Das ist egal. Ich hab das locker rausziehen können. Tatsächlich erinnerst du dich. Da war kein Auto. Das wäre lustig. Du erinnerst dich, du hast kein Auto gesehen. Tatsächlich war wenn du da reingehst, war auf der einen Seite diese Pumpe und rechts war so eine Art Werkstatt oder sowas. Und da stand so ein Muscle-Car drin. Cool. Das sieht nach Reverend-Material aus. Ihr wisst schon, wenn wir einmal diesem Auto sind und es gestartet haben, ne? Man verleiht nicht sein Auto. Ja, nicht die Frau, nicht die Auto, nicht die Knarren. Knarren. Die Knarren, ja klar. Knarren. Warte. Wissen wir, aus welchem Wohnwagen er rausgekommen ist? Ja. Wenn wir schon sein Auto nehmen, können wir auch vorher noch seine Knarren nehmen. Und dann nehmen wir noch die Mary Sue mit, oder was? Nee, die ist da drin. Die hole ich jetzt da nicht mehr raus. Aber die Knarren können wir noch holen. Wie kommst du darauf, dass da nicht noch mehr Leichen liegen? Wahrscheinlich schlafen die auf denen. Die schlafen doch nicht auf Leichen. Sollten wir nicht so wirklich abhauen? Ja. Kommen wir zufällig auf den Weg da zu dem vorbei? Wollen wir schon mal da sein? Wo ist denn der Hund? Der liegt neben dem, in der Nähe des Lagerfeuers. Der in der Mitte kennt uns von ja Platz. Jetzt auch. Der kennt euch, der mag euch jetzt, meinst du, ne? Ja, bestimmt. So, oder? Ja, bestimmt. Den kannst du. Wolltest du den Hund streicheln gehen? Saskia, will auch mal ziehen. Nein, Saskia will ich nicht mehr. Ich will nicht ziehen. Das ist ein Unterschied. Okay, dann. Du bist ja auch tatsächlich der Handelnde im Moment die meiste Zeit. Obwohl ich eigentlich total bekifft bin. Das ist total ein Widerspruch. Deswegen musst du ja auch die ganze Zeit. Das ist dein verdammtes Problem. Ja. Okay. Okay, dann lass es gehen. Nein, keine Knarren. Autos. Du weißt, wo es ist. Bob, du gehst vor. Was? Du weißt, wo es ist. Ich kann es euch zeigen. Ja, ich gehe vor. Ja. Ich hab mein Messer. Ich nehme den Schraubenschlüssel. Also den Wagenheber-Ding. Den Wagenheber hat er. Den habe ich in der anderen. Also den Schraubenschlüssel aus dem Ratschenkasten. Alles klar. Du hast keine Ahnung, was du damit machen sollst. Du hast noch nie jemandem in die Fresse gehauen. Nein. Aber hast den in der Hand und irgendwie gibt er dir so ein Stück Sicherheit. Ich schicke eine Nachricht. Vielleicht geht's hier irgendwann raus. Ja. Wir sind bei Verrückten im Wald. Tote Menschen im Wohnwagen. Rettet Hilfe. Uns. Das wird nichts. Die letzte Nachricht ist auch noch nicht rausgegangen. Ist egal, wenn wir wieder dann. Ja, okay. Wenn Sie uns an einem anderen Ort verscharren, dann wird diese Nachricht ausgesucht. Haben wir so ein Desinfektionsspray in dem Erste-Hilfe-Kasten? Das würde ich in die Hand nehmen, wie so ein Pfefferspray. Ja, klar. Also nimmst das Desinfektionsspray, so ein Alles klar. Kein Problem. Ja. Und das nehme ich. Noch ein Feuerzeug. Hier, nimm den Wagen. Du nimmst das Messer. Du kriegst das Philipp hier. Ich hab das Messer. Da ist doch noch ein Oberarmknochen. Nein, das ist übrig.
Ich hab das Messer. Du nimmst das Messer in die Hand. Du hast den, ja, die Stange vom Wagenheber, mhm, den Schraubenschlüssel, genau, und, eine Flasche Desinfektionsmittel. Brennt garantiert wie Hölle, wenn man das schon aus dem, Koffer hole ich auf jeden Fall schon mal einen Schraubenzieher und alles, was ich brauche, um irgendwas kurz zu schließen. Ja, also so eine, Kombizange, ja, nimmst du, okay, schon mal. Sind wir jetzt beim Auto oder bei seinem Wohnwagen? Ihr seid im Moment noch in eurem Wohnwagen. Wir sind immer noch drin. Ja, ihr habt euch im Moment ausgerüstet. Jetzt kommt gerade hier, das ist hier das, die Ausrüstungsmontage, so, und alles das Zeug. Jetzt noch mal ganz kurz. Versuchen wir sein Auto, seine Knarren oder seine Frauen? Sein Auto, sein Auto. Sein Auto. Die Auto, das Auto. Weniger Tabletten nehmen sollen. Hier weg. Du kriegst echt nicht mehr viel mit, ne? Ja. Kannst du eventuell die Reifen von dem Quadblatt stechen? Ja, das ist eine gute Idee. Zum Glück habe ich dir das Messer gegeben. Bob, das ist gut. Ich habe viele Momente. Okay. Das war eine sehr gute Idee. Also ihr wollt euch an mir fest. An dem Hund vorbei. Oh Gott. Hat jemand noch was zu essen? Ich nehme den Oberarmknochen. Der Oberarmknochen. Hat jemand was zu essen? Ich nehme den Oberarmknochen. Für den Hund, Hund, Mann. Ach so. Okay. Also du nimmst den Oberarmknochen. Für den Hund, für den Notfall. Okay. Ach. Wer geht vor? Ja, er. Das ist eine gute Idee. Du weißt doch, nein. Ja, auch ich habe helle Momente. Ich gehe vor. Oh Gott, ich bin gleich fallen. Ich glaube, unsere Bank geht gerade hier auf. Da haben wir eben noch drüber gesprochen. Die Bank gibt nach. Oh Gott, oh Gott. Und also, plötzlich waren sie weg aus dem Bett. In welcher Reihenfolge geht ihr denn dann los? Eins, zwei, drei, vier. Ich halte mich fest. Im Schnee. Ja. Alles klar. Oh, so langsam wird es. Du musst zur Mühle rennen. Der hat doch vor der Mühle geparkt. Okay, dann häng dich an Mac. Oh. Mac. Halt bloß die Fresse, Jackson. Mac. Jay, was ist los? Mensch, lass dich zusammen. Also du erinnerst dich gerade total. Mhm. Total gut. Mensch, Mac. Jackson. Jetzt komm, lauf. Was ist denn jetzt? Laufst du jetzt oder was? Ich guck ganz irritiert, was da gerade abläuft. Der ist total drauf. Jetzt lauf. Lauf, Bob, lauf. Ja. Also du läufst zu der Werkstatt, mhm, also die ja auch Teil dieser Mühle ist. Das ist ja ein großes Gebäude. Versuche mich von Hunden, anderen Wohnwagen und hellen Flecken fernzuhalten. Okay, darüber rennen schaffst du. Du willst zum Quad. Ich will denselben Weg und den Umweg über das Quad machen. Mhm, das steht halt direkt vor der Tür. Vergiss das mit dem Reifenblattstechen, leck mich fett. Ich werde es mich ziehen. Ich bin so gut wie du, wenn ich es mache. Ich will nur wissen, ob du die Reifen von dem Quad durchstechen willst. Eigentlich hattest du das vor. Da hast du auch noch nicht gesagt, dass es vor der Tür steht. Ich habe vorhin gesagt, der fährt bis vor die Tür, steigt dann von seinem Quad und geht rein. Das habe ich vorhin gesagt. Okay, ich bei Laura. Du machst das. Ja. Wenn, dann ist er hinter Jackson her. Und das ist halt schon direkt vor der Tür. Ich will zwei. Ach komm. Das ist ja jetzt klar, weil ich mir eine ausgesucht habe. Du schaffst das. Vorsicht, Kabel. Na, klemmt? Nein, aber es wackelt. Das heißt ja auch ein Wackelturm. Nein. Oh. Könnt ihr mal bitte einladen? Einfach. Sipp jetzt, okay? Sipp jetzt. Das Drauflegen ist fast noch schlimmer inzwischen, gell? 30% der Fälle geht es beim Drauflegen schief. Ja, das fühlt sich auch ganz genauso an. Jetzt bin ich am Arsch. Das klingt so falsch, was du gerade gesagt hast. Völlig egal. Richtig, Zusammenhang ist was für Anfänger, ne? Ja. Ist was für Loser. Bam, Baby. Bam, Baby. Noch ist... Jetzt Bam. Du bist ganz, ne? Ja. Zwei. Wir reden da immer ein andermal drüber. Wir werden hier so einen Cthulhu-Baum bauen, ey. Das wird... Du wirst was die Krise kriegen. Ich überlege, ja, ob ich rechts oder links drauf liege. Links. Wo ist links? Das ist super. Alles klar. Du schleichst dich dahin. Irgendwo. Aber hast jetzt nur zwei Reifen durchstochen. Ja, stichst dir, naja,
hast von mir aus auch alle vier. Und zwar so. Okay. Ich weiß ja nicht, was hilft. Und kannst halt reingucken und siehst vorne eine Messe, die gefeiert wird. Das sind, also der Reverend steht vorne vor dem Altar, den er da aus Holz zusammengezimmert hat. Da steht er dran. Vor dem Altar auf dem Stuhl sitzt ein Typ mit Gaffer über den Augen, ne, so an den Armlehnen festgebunden. Vorne das Hemd aufgerissen, du siehst, dass irgendwie blutet er an der Brust. Und dann bemerkst du, dass auf der offenen Weste, die er hat, du siehst noch, also eine Seite siehst du nicht, aber hier siehst du so ein B und ein I. Das ist eine schwarze Weste, wo da mit weißen Buchstaben auf der einen Seite, die ist so offen, hier steht weiß, B, I. Die andere Seite siehst du nicht. Möglich. Und der sitzt da vorne und der Reverend hat so ein Messer in der Hand und guckt diesen Mann an und sagt, der Schmerz wird dich reinigen, mein Freund. Der Schmerz wird dir den Weg weisen in eine glorreiche Zukunft. Auch du wirst eines Tages die Wahrheit erkennen. Und dann schneidet er ihm wieder in die Brust rein und er... Nett. Wo sind die anderen? Aber es guckt keiner. Sie sind alle, die sind alle total fixiert auf diesen Reverend und was er da vorne mit diesem FBI-Agent macht. Okay. Das tut mir, das steht in der Jobbeschreibung bei denen bestimmt drin. Es tut mir total leid, aber bei mir mit dem Nägel, da steht es nicht drin. Ich passe auf, dass ich den Hund nicht wecke. Ja. Und ich möchte den da zurück. Okay. Du bist an der Garage. An der Garage, okay. Von außen. Von außen. Vor einer geschlossenen Garagentür. Okay, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir im Prinzip einmal das Tor aufmachen und dann können wir damit direkt rausfahren. In der Theorie klingt es ganz gut. In der Theorie, okay. hat er mich an der Seite reingelassen? Oder war das durch die, nee, durch die Tür, durch die Haupttür, durch wo sie gerade rein ist. Vielleicht können wir die Kirchentür verrammeln. Ja, genau. Ach so. Was ist los? Aha. Du hattest bloß den hinteren Bereich, der war komplett dunkel, da hast du nichts gesehen. Und warst so voll fixiert auf dieses Pumpendings, was da ist. Okay. Die schlitzen da drin gerade einen FBI-Agent auf. Das verschafft uns Zeit. Ja. Das ist gut. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. Keine Helden. kann man diese Tür von außen verrammeln? Von dieser Kirche, von diesem Raum, wo die gerade drin sind. Kannst du versuchen, klar. Und dann also zünden? Bei so Scheunen kannst du doch immer so diese Balken, diese Querbalken. Von innen. Warum solltest du von außen voll Querbalken da drauflegen können? Weil das Hillbillys sind, da kommt sowas vor, dass man mal irgendwie von außen. Also im Normalfall kannst du es von innen verschließen, aber dann von außen. Mit einem Schlüssel normalerweise. Wenn er mal wieder ausrastet, dann wird er halt einfach mal das. Können wir einfach bitte überhaupt? Kannst du wenn Buddy Probleme kriegt? Ja. Wenn's Onkel also, der Buddy geht's gut. Nur okay. Dem FBI-Agent okay. Nicht. Das heißt, du hast ihn nicht gesehen. Aber Buddy gehört dazu. Aber du hast Buddy nicht gesehen gerade. Was? Warum? Wie? Sagst also du da drin hast du Buddy nicht gesehen. Oh Gott, haben wir ihn Buddy schleicht hier irgendwo rum. Ich guck rum. Buddy ist doch der jetzt Bruder und der Neffe vom Referent, okay. Oder? Ich hab jetzt schließt das Ding endlich kurz. Ich guck so ein bisschen rum. Du musst erstmal die Tür aufmachen. Jeder macht das jetzt auf. Okay, ich horche an der Tür, ob man dahinter irgendwas hört. Wie ich das in den unzähligen Rollenspiel-Sessions, die ich früher hatte, schon so gelernt habe. Du horchst an der Tür. Dann hörst du drinnen halt den Kirchengesang. Das heißt, das Auto ist mit da, wo die gerade... Ja, wie ist er beschrieben? Also es ist der große Innenraum der Mühle. Da ist so ein abgetrennter Raum. Das auch sofort mitkriegen. Kommt drauf an, wie leicht. Also sobald es an ist, schon. Also rein. An. Rausschieben, das kriegen die genauso mit. Und außen, wie steckt denn der Schlüssel überhaupt? Das sehe ich von außen nicht. Das ist eine separate Tür, die wir öffnen müssen. Ja, das ist ein Garagentor. Ein Garagentor, wie ist denn das verschlossen? Können wir da einfach durchfahren? Das,
Der hat garantiert ist halt eine Rummel im Auto. So ein Riegel unten dran, wo du es dran hochziehen kannst und darunter ist ein Schloss. Ob können das abgeschlossen ist, wisst ihr nicht. Ihr habt ja noch nicht so ein Tor, das ihr so hochzieht. Ach du liebe Güte. Ja, super. Okay. Nee, das ist eine ganz beschissene Idee. Gibt es noch eine andere Tür da rein? Außer durch den Hauptraum? Hinten eine kleine oder so? Müsstet ihr mal außen rumlaufen. Ja. Wolltest du außen rum mal gucken gehen? Ja, bitte. Ja. Aber langsam. Okay. Okay. du schleißt dich außen rum. Jay, pass auf, da ist bestimmt irgendwo Buddy. Bleibt ihr da stehen? Geht ihr mit? Geht sind ihr alle Licht? Rum? Nee, ihr seid ja relativ geschützt gerade. Ich denke, verzweifelt drüber nach, wo die Waffen haben. Wo die Waffen lagern könnten. Außer im Auto. Wahrscheinlich am Körper. Da im Wohnwagen, aber. Also nochmal, geht ihr mit ihm oder gehst du alleine? Ich gehe um die Ecke gucken, ob da ein Fenster ist. Ja, vielleicht da, wo dieses siehst Auto... jetzt gerade keins. Du könntest aber irgendwie mal um diese Mühle drumherum gehen. Nein. Du bleibst hier. Auf gar keinen Fall gehst du um die Mühle drumherum. Wir schicken Bob. Was machen wir jetzt? Auf gar keinen Fall. Bob ist der Einzige, der das Auto im Zweifelsfall ankriegt. Ist das realistisch, sich da reinzuschleichen? Du hast keine Ahnung, du hast dich noch nie irgendwo reingeschlichen, wo Meth-Nazis gerade FBI-Agenten aufschlitzen. Ganz leicht, ob das quietscht oder singen die noch laut? Die singen halt. Ja, das ist bestimmt also gut geölt hier mitten im Wald. Probier's mal an. Nur ein bisschen. Ja, ich heb mal ganz kurz an, versuche dabei nicht wirklich hart zu rütteln, dass es irgendwelche Geräusche gibt. Ja. Alles klar. Zwei, natürlich. Nein. Aber dafür kriege ich das Ding aber halb auf, wenn es... Na, egal. Nee. Ist aber ein Hustgebäude oder ist das irgendwie ein Dach? Kann ich da irgendwie... Müsstet ihr... Ein Dachfenster? Kann ich da an der Fassade irgendwo hoch? Bisher habt ihr noch keins gesehen. Das machen wir gleich. Alles gut. Alter. Ich hätte nicht geschworen, dass nicht noch einer geht. Ich hätte es geschworen. Was nehmen wir denn? Nix, ist eine gute Sache. Ja, genau den. Ehrlich. Der ist super. Du bist schlimmer als dieser Buddy. Großartig. Der funktioniert einwandfrei. Alter, der hat so viel gekifft, der hat das ruhigste Händchen, was ich jemals gesehen also, habe. Du schaffst es tatsächlich. Ich trau mich überhaupt nichts mehr zu machen, ey, weil der hat da so viele Steine rausgenommen, ey. Wisst ihr jetzt, was das Prinzip von Gret ist? Es wird von alleine immer spannender. Ich habe auch Angst, dass wenn ich atme, dass es vorbei ist. So. Siehst, ich erwähnt, dass ich bei Jenga relativ gut bin. Ja. Wir merken es gerade. Ja, du ziehst dieses Garagentor hoch, langsam. Super, Bob, super. Kriegst es so bis in Meterhöhe, dann merkst du, dass ein leichter Widerstand da ist und hörst auf. Mhm. Aber bis dahin komplett geräuschlos. Okay, wir gehen rein, einfach mit dem Auto raus. Das reicht. Ist das dünn genug, dass wir da durchkommen im Auto? Naja, jetzt ist es ja hoch, das schlägt doch nach oben hoch dann, oder? Ein Muskelkater, fahren wir einfach durch. Ja, wunderbar. Ein bisschen Holz. Rein, hopp. Und runterlassen. Leise. Nein, nicht runterlassen, lass es so aufstehen. Wer geht jetzt festhalten. Da rein? Ja, alle. Wie, also, er muss es festhalten, natürlich. Nein, du musst es nicht festhalten. Nee, okay. Es hält jetzt gerade. Mhm. Alle. Dann vorsichtig. Du bist die Letzte und hörst hinter dir: Hallo. Hilfe. Was? Hallo! Nein! Jay! Was denn? Das ist können wir nicht machen! Was? Das ist, ich hab's den Namen vergessen. Was ist denn los? Buddy! Das ist Buddy! Hör mal! Ihr habt mir wehgetan! Hallo! Ich hör nix. Lass uns weitergehen, du spinnst. Jay, das ist Buddy! Wir können den noch nicht hier lassen! Oh doch, natürlich. Den Schuss vom Riverbend bist du noch zu retten. Los, rein mit dir. Ah. Ich guck noch mal so. Nee. Ich krieg das nicht mit. Nee. Ich schon mal zum Auto und guck, ob da eine... Ja. Nee. Komm mal gleich zu. Oh, es tut so weh. Jay, wo bitte. Wir können ihn nicht hier lassen. Irgendwo draußen. Von draußen. Doch, natürlich. Hey Nonna, hören wir das? Oder hört nur sie das? Weil sie ist jetzt noch draußen. Ihr seid schon mal reingeschlichen. Zu euch komme ich gleich. Oh Gott. Okay. Kann man denn was erkennen da draußen? Aua. Aber ich muss auch an den FBI-Agent denken. Das ist auch großes Aua. Ja.
Ich gehe rein. Ja? Ja, ich habe nichts gehört. Okay. Ihr schleicht euch zu dem Fahrzeug hinein. Alles hell. Der Buddy ist da draußen. Wenn er uns verpfeift, der muss nur einmal laut Hilfe rufen und bitte beeil dich, Bob. Bitte beeil dich. Und ich weiß, du kannst dich nicht beeilen, aber bitte beeil dich. Und der Buddy ist da draußen. Buddy ist da draußen. Und er ist verletzt. Nein! Nein, da drinnen filetieren die gerade einen FBI-Agent. Warum hast du es mir erzählt? Vielleicht, ja, du vielleicht ist er auch gar nicht, vielleicht ist er gar nicht verletzt und das ist eine Falle. Der ist doch viel zu... Der ist doch... Der war doch überhaupt nicht schlau. Ja, weil der so viele Menschen gegessen hat. Mach das Auto jetzt. Schließ okay. Das Auto kurz. Pass auf. Okay. Ich gucke jetzt erstmal, ob deine Knarre ist auf der Rückbank. Okay, okay, das ist gut. Erstmal gucken wir, ob man das Auto öffnen kann. Ja, das ist ein guter Anfang. Ja. Schließ ja. Das offen. Ja, gut. Gut. Oh ja, Herr Gott, okay, das Auto ist auf. Stichschlüssel. Schließ es kurz, Bob. Steckt kein Schlüssel. Unterm... Ja. Unter der Sonnenblende? Ja? Ist ein Schlüssel. Oh, Jay, Jay, du bist so es großartig. Ist auch der Autoschlüssel. Ja, ja, Jay, nimmst du an. Ja, ist super, 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 super. Tiefschwarzes Auto, schön mit außenliegender Motorhaube obendrauf, okay. der Luftfilter. Südstaatenflagge auf dem Dach. Ja, drauf gemalt, natürlich. Ne? Südstaatenflagge drauf gemalt, auf so einer geschweißten Kette das Lenkrad. Mhm. Ja. Okay, okay. Affenfuß, Gaspedal, alles klar. Ja. Du siehst, wenn du in das Auto reingehst, als erstes diesen Hebel, diesen Schalter, wie so einen Pilotenschalter, so ein dass du so umlegen kannst, wo du so ein Nitrohebel. Sieht so aus. Okay. Ist das gut oder schlecht? Das ist großartig. Oh, okay, okay, okay. Kann man gut gebrauchen. Knarre? Du guckst auf den Rücksitz? Ja, da liegt ein Sturmgewehr. Ist das irre oder was? Damit kann ich nicht umgehen. Verdammte Scheiße. Ich nehme das mal. Oh, oh! Ja, natürlich. Nein! Auf keinen Fall! Auf keinen Fall nimmt er das. Wir haben sein Auto, jetzt nehmen wir seine Knarre. Diskutiert ihr das gerade da drin bei dem Auto? Sind wir nicht im Auto? Ich nehme das Gewehr. Ja. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll, leider. Ja, ich habe... Also ganz ehrlich, ich setze mich auf die Rückbank. Ich habe eine Idee. Ich setze mich auf die Rückbank. Bob, jetzt mach! Okay, ich fahre los. Okay. Nitro an... Lässt den Wagen an, Nitro reinhauen, Gas geben. Ja, Gas geben. Alles klar. Alter. Was dann passiert, habt ihr nicht mitgerechnet. Ja. Dieser Mann ist halt paranoid. Ja. Also der hat gewisse Diebstahlsicherung. Natürlich du fährst los, gibst so richtig, richtig doll Stopp, so viel wie du gehst. Ihr kommt so gerade eben aus der Tür raus, als ihr niemand von euch hat gesagt, dass ihr euch angeschnallt habt. Nein. Niemand. Nein, natürlich nicht. Nein, habt ihr auch nicht. So schnell waren wir nicht. Ja. Weil er ein total paranoider, durchgeknallter Psycho ist und ihr nicht gesagt habt, ihr guckt euch in der Garage um, der hat an der Kette, an der, richtig, der hat an der Hinterachse eine Kette dran befestigt. Wer macht denn sowas? Ein durchgeknallter, paranoider Meth-Dealer. Mhm. Ihr bleibt, nachdem du Kurzgas, also wirklich mit Nitro, ne? Also es ist eine unglaubliche, ihr werdet in die Sitze gedrückt, als ihr losfahrt. Kommt 10 Meter weit und bleibt dann auf der Stelle stehen. Oh. Wirklich, von jetzt auf gleich bleibt ihr stehen. Okay. Es kracht unglaublich. Oh nein. Und ich möchte von jedem von euch zwei... Jetzt fängt jemand anders an. Ich vergab. Nein. Doch. Noch nein, geht nein. Das. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. So, okay. Du sagst, dass das noch geht. Bei mir geht das schon nicht mehr. Boom. Süß. Ja, ich bin ich. Doch, ich zieh weiter dran rum. Das ist eine gute Idee. Lachen hilft nicht. Jetzt will ich wissen. Ja, super. Bei der Vollbremsung habe ich das Maschinengewehr ausgelöst, oder was? Sei jetzt still. Jeder wie viel? Zwei. Ist nicht die Frage, ob, sondern wer. Hoffe ich. Also irgendwann muss ja mal was passieren. Ich will nicht sterben. Mhm. Ja, das ist...
Schon vom Schäl angucken wackelt der, ey. Das ist so. Bob, was? Bob! Was, volle das? Kanne mit Nitro, hat er gesagt. Alles, was geht. Das ist eine harte Bremsung. Ich bin Ingenieur, kein Psychologe. Ich habe echt Kopfschmerzen jetzt von dieser Bremsung. Könnt ihr mal still sein? Ja. Nummer eins scheint das zu überleben. Oh Mann. Ich wusste es. Ich fange das erste Mal an, an diesen Turm zu packen und es ist vorbei. Das ist Nummer zwei. Soll ich? Aber Kopfschmerzen habe ich. Ich habe aufs Nitro getreten. Oh. Na komm, es hilft nichts. Willst du? Irgendwann geht jeder. Irgendwann muss jeder gehen. Was war das? Okay. Du hast dich, na? Du hast das Maschinengewehr schützend vor dich gehalten. Und aus Versehen leider. Wir hören das Lachen aus dem Hintergrund. Ich darf aber diesen Tisch anfassen. Ja. Darf sich aufstützen. Du darfst nicht helfen. Was hast du gerade zu mir gesagt? Ich halte ihn fest. Okay, du schmeißt dich davor. Never ever, wir wären sowieso draufgegangen. Nein, wir wären draufgegangen. Es hat keine Chance, okay. Dass wir noch zwei gemacht hätten. Oh Mann. Das ist eine Möglichkeit bei diesem Spiel. Du stürzt dich nach vorne, direkt vor ihn und... Ich gestehe es, du kommst irgendwie nach vorne, schaffst die beiden festzuhalten, so nach hinten zu drücken. Was ihnen gerade eben die Möglichkeit gibt, dass ihr nicht nach vorne ballert und fliegst einmal durch die Windschutzscheibe durch. Kein schöner Anblick für alle. Nur ein Teil des knackenden Geräusches ist das Glas. Und du hängst so halb raus, halb hängt sie noch bei euch drin. Nein! Wie spät haben wir es eigentlich? Ich leuchte den Turm auf und der Rest entkommt. Sehr gut. Auf kleinen Engelsschwingen. Oh, verdammt. Marc, muss man hinter dich greifen? Ja. Ich habe noch nichts mitgekriegt, mir tut der Kopf viel zu sehr weh. Würde aber an der Stelle tatsächlich vorschlagen, dass wir das ein, weil wir haben 10 nach 10 schon. Oh. Das ist, wir enden mit dem ersten Tod, das finde ich schön, und setzen das Ganze ein andermal fort. Wir finden einen weiteren Termin, um zu gucken, ob der Rest wegkommt. Wirklich? Ja. Glaubst du, ich komme noch mal freiwillig in die Scheune? Und der Lurch kann Buddy spielen. Ne? Den nehmen wir dann mit. Eine andere Aufgabe. Ich denke, dass wir an der Stelle tatsächlich einen Cut machen. Ja. Direkt nach dem Tod. Das ist jetzt ein Cliffhanger. Gut, du hättest die noch stellen. Du hättest auch Jackie. Ich hätte es noch, ich hätte noch geschafft. Du wärst aber du wärst nächstes dran gekommen und dann? Ja, also keine Chance. Du meinst, wenn er gestorben wäre, hättest Ding, du überlebt. Das Ding wäre umgefallen. Da, da ja, war nichts mehr zu rütteln. Die nächsten haben gute Chancen. Ja. Gut, meine Lieben, da draußen. 10 Jahre verlobt, den kann man nicht einfach gehen lassen. Ja. Ups. Tatsächlich, das Letzte, was du denkst, ist noch, wenigstens habe ich Jackson gerettet. Ja. Ja. Unsere Kinder wären so schön geworden. Ja. Buddies und deine vielleicht auch. Ich hätte es gern gesehen, dass du noch zu Buddy gegangen wärst, aber vielleicht, vielleicht kommt Buddy treffen jetzt die anderen. Vielleicht wird Buddy jetzt sehr böse. Oh, da.
Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr alle zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Oh mein Gott, das war unglaublich gut. Es ist Dredd ist einfach ein großartiges Spiel. Buddy wird furchtbar wütend. Buddy wird furchtbar wütend sein. Mhm. Wie ihr gesehen habt, den Effekt, dass die Spannung bei Dredd nicht nur durch die Story entsteht, sondern der Turm sinnbildlich für die Spannung des ganzen Spiels steht. Du hast jetzt nicht mehr ausgehalten. Das war sinnlos. Also es gab nur noch Tod. Wenn ihr es möchtet, guckt bei uns in den Shop. Da gibt es noch Dredd, wo auch diverse Settings drin sind, die man spielen kann. Ein sehr schönes Buch aus dem Hause System Matters bei lurch-und-lama.de. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es weiter. Definitiv. Redet mit euren Freunden darüber. Spielt mehr Spiele. Solche. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr wiederkommt. Und zwar nächste Woche Montag geht's weiter. Nächste Woche Montag gibt es Teil 2 von wie viele Plots gibt es eigentlich auf der Welt, wo ich die nächsten... Ja. Ich werde tatsächlich geht es ums Thema Plotbau. Ja. Also, ja. Wie viele Geschichten gibt es eigentlich? Die ersten 2 habe ich beim letzten Mal. Das wird was. Ja. Am Mittwoch haben wir einen Schätzestream. Und zwar kommt der liebe Naseweiß. Ja, der Naseweiß kommt und wird uns einen Blick in sein Allerheiligstes geben und seine Rollenspielsammlung präsentieren. Am Donnerstag gibt es ein Special. Diesmal nicht auf dem Lurch und Lama Kanal, sondern im Stream der Gamescom Köln. Wir haben die außerordentliche Ehre, dass Lurch und Lama auf der Gamescom vertreten sein werden. Und wir reden über das Thema, also Dustin und ich reden über das Thema Retro-Brettspiele und Rollenspiele. Crossover, welche Spiele gibt es als Brettspiel, Rollenspiel und Computerspiel? Darüber reden wir. Wir kramen ein bisschen alte Sachen raus. Nicht ganz so alte Männer reden über uralte Spiele, könnte man sagen. Das machen wir am Donnerstag und am Freitag. Ja, wir haben den Plan zusammen durchgesprochen. Gibt es auch einen Stream? Ja, ich bin mir sicher. Es gibt auch einen Stream am Freitag. Der Plan kommt morgen. Ich erinnere mich gerade nicht. Normalerweise habe ich immer am Laptop den Plan neben mir und gucke drauf. Am Freitag gibt es auch was. Was gibt's denn am Freitag? Mach mich jetzt nicht fertig. Wie soll ich denn jetzt noch wissen, was ich denke? Am Freitag gibt es doch Warhammer, oder? War das diesen Freitag? Weiß ich doch nicht. Ich glaube, wir spielen die Warhammer Einsteigerbox. Mit einer ganz coolen Crew, und zwar Kiyoshi von Spielleiterwillkür, der Spielpädagoge ist dabei. Dessen Name du jetzt nicht weißt? Ne, der nennt sich der Spielpädagoge. Ach so, das ist ja praktisch. Das ist sein Name. Und die anderen, ich mach einen Post und schick das in Discord. Wir sind alle ein bisschen durch den Wind. Ja. Mhm. Das ist nächste Woche. Durch den Wind ist gut. Oder durch die Scheibe. Ne? Du bist durch die Scheibe. Ja, durch die Scheibe. Ja. Das Feuer ist auch aus. Ja. Wie wir sehen, perfektes Timing. Magst du nicht nochmal nachlegen? Wie immer verabschiede ich mich von euch, wie es sich gehört, mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Und jetzt gehe ich nach da vorne. Es gibt ein ganz anderes Ende als sonst. Du landest im Teich. Weiter. Und Schluss. Tschüss.